Ha! Es kann losgehen. Schönen guten Abend. Total versalzen. Wir sind mittlerweile bei Folge 13. Wir werden noch eine 14. Folge hinkriegen, wahrscheinlich. Wir mal gucken, ob wir 15 auch noch schaffen, bevor wir das einjährige Jubiläum haben. Ja, ich war die letzte Woche im Urlaub. Der Vibe ist 4 Wochen her. Von daher gibt es sicherlich, und man hat es, glaube ich, man hört es in allen Kanälen, genügend zu quatschen. Von daher, ich bin seit Samstag wieder da und es gab genügend Fragen, wann der nächste Podcast ist. Also heute. Oh ja. Machen wir weiter. Themen haben wir. Ja. Also. Und wir haben gar nicht so lange suchen müssen. Das nee, nie wirklich. 5 Minuten gedauert? Wenn überhaupt? Ja. Also über was wir reden? In dem Moment, wo ich mal wirklich drüber nachgedacht habe, was wir, worüber wir reden könnten, habe ich nur runtergeschrieben und gesagt, hier, guck mal, das könnte es dann eben sein. So ganz offiziell, ich glaube, wir haben uns noch nie vorgestellt. Also. Hallo. Der junge Mann zu meiner, bei mir links, für euch vielleicht rechts, das könnt ihr euch aussuchen, ist der Herr Lien. Jung, dynamisch, sportlich. Spielt seit gestern Escape from Tarkov. Genau. Der Bart ist wieder heute, deutlich kürzer. Ja, habe ich mir heute ausgesucht. Ja. Ich habe jede Woche ist ja bei mir was Neues los im Zimmer. Heute ist der Herr Lien dran. Er muss leider zufälligerweise wie das letzte Mal wieder herhalten. Ich weiß nicht warum. Komisch. Ja, gut. Dann ich ja zur rechten Mr. Subject 8 oder Dom, wie ich auch sage. Das erste Mal dabei, seitdem er beim letzten Mal nicht dabei war. Weil er kein Internet hatte. So, Leute. Damit gute Vorrede. Man kennt uns. Ich denke schon. Wie waren deine 4 Wochen? Erzähl mal. Also, ich hatte 2,5. Du hattest auch am Anfang ein bisschen nur. Wie lief dein Vibe und deine Challenge? Also ich mache immer noch die Vintage Challenge, wie ich sie genannt habe. Was bedeutet kein Fliehmarkt? Also ich darf nichts kaufen, nichts verkaufen. Ich darf pro Raid ein Item versichern. Wenn ich überlebe, darf ich im nächsten Raid quasi 2 versicherte Items mit mir rumtragen. Also ich darf halt einfach nochmal einmal versichern. Und ich darf nichts in meinen Secure-Container stecken. Was natürlich dann irgendwann in ein sehr schnelles Problem läuft wie Schlüssel, gute Munition und vielleicht ein richtig gutes Visier, was ihr gerne spielt oder sonstiges, habe ich alles nicht. Bis man da mal drüber hinauskommt, da hat man natürlich noch nicht gewusst, dass alle Fliehmarkt erst ab Level 20 haben. Es war dann sehr angenehm für mich. Ja, ich habe mich zurücklehnen können, alle anderen haben geflucht. Dauert's. Ich bin da durch mittlerweile, ist jetzt auch schon eine Zeit her. Da bin ich jetzt durch. Ich habe mir schon Polster aufbauen können. Ich habe schon ein paar Millionchen. Aber ich habe halt wirklich Schlüssel, Hideout, so Kleinigkeiten hast du einfach das Problem, weil du die Sachen nicht findest. Mhm. Und wenn, weißt du nicht, wo du anfangen sollst zu sammeln. Also ich brauche jetzt wieder 4 Autobatterien fürs Hideout. Einmal brauchst du für die Mission, dann fürs Hideout. Aber dann, wenn du sie für die Mission hergegeben hast, sind sie ja weg. Ja, 2 Tage später habe ich erfahren, ich brauche sie dann doch nochmal. Und dann geht's schon wieder los. Du musst wieder Autobatterien sammeln. Und ich weiß nicht, die Mission kennt jeder. Also bei mir ist es jeden Vibe die Mission, das dauert Wochen. Ja. Ich finde keine. Aber nur, wenn ich sie brauche. Und dann brauchst du wieder nochmal 10 Zündkerzen da und 15 Glühbirnen dort. Und ihr kennt ja das halt. Das, ich habe es mir tatsächlich nicht so schwer vorgestellt. Ist schon echt schwer. Also komplett ohne Fliehmarkt, ohne dass du dir mal nochmal 2 Hosen da kaufen kannst oder 15 oder 5, was weiß ich, Zündkerzen oder Wires, irgendwas, völlig egal. Wenn du das alles gar nicht kaufen darfst, das zieht sich echt hin. Also du kommst einfach nicht weiter. Hm. Und das frustet ein bisschen. Aber man muss, naja, ich habe es mir ausgesucht, ne, man muss ja was anderes machen. Aber du machst es ja 4 Wochen bist du, machst es ja schon und ja, genau. Also Händler, hatte, die Händler hast du auf welchen Stufen? Also Quests machst du ja, nochmal, ne? Ich bin jetzt fast bei, also ich habe die Hälfte auf 4, die andere Hälfte ist auf Level 3. Okay. Also ja. Also es ist wirklich 9 Tage hatte ich kein Internet. Mhm.
Anbieterwechsel hat gut funktioniert, habe ich gehört. Ja, aber ansonsten, ja, jeden Tag ein paar Stunden, so viel ist es jetzt nicht, tatsächlich. Aber 4 bis 6 Stunden, würde ich sagen, jeden Tag. Aber es zieht sich, ja. Wie gesagt, Händler fast alle auf Max. Ich kann jetzt mal endlich Attachments kaufen. Mhm. Das ist halt sehr wichtig, weil das einfach einen enormen Unterschied macht. Wenn ich schon Probleme bei der Munition habe, was immer noch besteht, dann brauche ich wenigstens eine gute Waffe. Ja. Irgendwie eine Chance zu haben. Also ich merke schon, dass ich gegen Leute, die viel spielen und auch den Fliehmarkt benutzen, ich muss in jedem Fight teilweise so aufpassen. Es war schon oft eine Situation, dass ich zum Beispiel gar nicht in den Fight reingehe. Sondern sagst du, hey, ich habe mein Rucksack ist voll mit irgendwas, ich kann es zu Geld machen. Ich habe irgendeine Waffe dabei, ich kann sie zu Geld machen. Mhm. Und dass ich mal lieber wieder rausgehe. Also quasi nichts mache und 1, 2 Scavs und wieder raus. Mit fast Level 40. Ist auch sehr ungewöhnlich. Ist mühsam. Also es erinnert mich sehr stark an die Hardcore-Runden. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt die Pause halt die eine Woche. Ich weiß nicht, ich habe auf Level 31 aufgehört und bin jetzt zwei Tage gespielt, 2,5 auf 34. Bist du schon 37? Nee, ich bin 34. Aber ich muss sagen, spielt sich extrem flüssig bei mir. Also seit dem Vibe. Das ist also alles, was ich an Quest-Items suchen musste, finden musste, das habe ich alles zur rechten Zeit gehabt. Mhm. Irgendwie. Also gerade die erste Zeit bis Level 20 war klasse. Erstmal hat es sehr viel Spaß gemacht, den Teil ohne Flohmarkt, weil alle ohne Flohmarkt gespielt haben. Ich hatte relativ großes Glück, die Sachen zu finden, wirklich, die ich brauche. Gerade eben, was so Schlüssel betrifft am Anfang, bei den Quests nicht hängen zu bleiben. Okay. Und beim Hideout war es genauso. Und ich habe Level 20 gehabt. Ich musste, weiß nicht, ich bin in den Flohmarkt reingegangen. Ich habe noch, weiß nicht, ich habe 3 Items gekauft und dann aber im Hideout 4 oder 5 Baustellen quasi gestartet, weil ich alles andere schon hatte. Also ich habe wirklich nur noch ganz, ganz wenige Items kaufen müssen, weil ich das alles vorher schon gesammelt habe. Liegt aber auch daran, dass man mittlerweile ja weiß, wie es läuft und was du eben brauchst. Und, ne? Ja, klar. Und jetzt dann die Zeit nach dem Flohmarkt, nachdem der wieder da ist. Ich meine, ist irgendwie wie immer. Also man gewöhnt sich sehr schnell wieder an, das ein oder andere im Flohmarkt zu kaufen, obwohl ich im Moment relativ wenig trotzdem im Flohmarkt unterwegs bin. Also für Waffenmodding, da geht's ohne, also da nutze ich es konsequent. Aber jetzt für das Hideout bin ich nach wie vor. Also alles, was ich für das Hideout brauche, in den meisten Fällen finde ich in den Raids. Also das, okay. Sie haben sehr viel, an der Stelle haben sie das Loot entweder, muss der Chat mal sagen, ob das allen so geht oder ob das wenigstens einigen so geht. Also ich finde, bestimmte Sachen, die früher Mangelware waren, finde ich deutlich besser und häufiger. Das beste Beispiel sind, glaube ich, Flash Drives und Factory Keys. Mit beidem können wir uns, glaube ich, gegenseitig bewerfen. Ja. Aber auch viele andere Sachen, so eben die Hosen, ne, diese Schläuche da, die waren jetzt lange nie so das Problem. Ich habe ein bisschen mehr gecraftet dadurch. Mein Hideout ist auch, ich bin noch nicht, also die Bitcoin-Farm fehlt jetzt noch, das Gav-Case fehlt noch und die Solaranlage fehlt noch. Und hier dieses Physical Skills-Ding, diesen großen Bottich da reinklinken muss. Airfilter-Unit. Genau. Die 3 Sachen fehlen, oder die 4 Sachen fehlen noch. Alles andere habe ich jetzt auf Level 3 und läuft. Also das Hideout ist ansonsten soweit fertig. Quests gehen auch ganz gut von der Dinge. Also ich habe wirklich bis auf die Reserve-Quests, die ich extrem nervig finde in dem Zustand, wie sie jetzt sind, weil man sie einfach nicht spielen kann. Man kriegt sie zwar gleich ganz am Anfang, aber du brauchst tausende von Schlüsseln, die man nie hat. Ja. Frag mal mich.
Deswegen kann ich diese Quests alle nie machen. Aber alles andere lief eben wirklich gut. Und sie haben ein bisschen was auch an den Questbelohnungen gemacht. Also man merkt es immer wieder an regelmäßig, dass eine Questbelohnung kommt, wo ich dann wusste, hätte es da vor 2 Tagen oder so, hätte es dort gehangen, jetzt hätte ich quasi das Item bekommen, was ich dafür brauche. Also sie haben auch bei den Questbelohnungen wirklich dafür gesorgt, dass man immer wieder mal Hilfestellung bekommt für Sachen, wo man potenziell hängen bleiben könnte. Von daher muss ich sagen, was jetzt so das Hochleveln betrifft, lief es wirklich bei mir butterweich. Ich habe auch beim... Und das Zweite, was ich sehr angenehm finde, ist, da mögen die Level 20 dazu beigetragen haben beim Flohmarkt, das Spielerfeld ist extrem ausgeglichen. Nach wie vor. Also es ist wirklich ganz, ganz wenig irgendwie so eine Schwitzer, die jetzt in Level 5, Level 6 Rüstung mit alten Helm und gemoddeten M4s oder sowas rumrennen. Es mag sie geben, aber ich sehe sie kaum. Es ist ganz gleichmäßig und ich habe auch beispielsweise, ich schaue mal bei meiner Survival Rate, die geht normalerweise, während ich Quests mache, irgendwann gibt es immer so einen Einschlag, wo die mal so auf richtig runter geht, weil die eben bei einigen Quests da musst du einfach einen Sack hauen und musst dich das einfach Tag auf ist. Ja, und das ist dieses Mal bisher überhaupt auch noch nicht passiert, also die geht zwar mal rauf und runter, aber die pendelt bei mir jetzt im Moment konstant so irgendwie, 0,45 irgendwo so, da hängt sie. Die ist immer mal auf 0,3 abgerauscht und dann ist irgendwann wieder hochgegangen, wenn man dann anfängt PvP zu spielen, wenn man von den Quests nicht mehr so genervt wird. Und das ist alles, also das läuft. Das hat Spaß gemacht. Es hat sich auch irgendwie, also ich würde auch sagen, also bei mir war es so, ich habe schon jetzt vermehrt alleine gespielt, jetzt diesen Vibe anfangs, nicht so wie sonst immer, wo wir dann immer zu zweit oder zu dritt waren. Wir haben hier so die Stammtruppe bei uns, wo, sagen wir mal, so 6 bis 8 Leute, da sind eigentlich immer welche da und dann wird auch zusammen mit den Red gegangen, vor allem wenn der Vibe ist. Es war den Vibe nicht so, aber ich habe quasi relativ viel alleine gemacht. Und ich würde sagen, bis Level 20, bis Level 25 war es sehr angenehm und ich bin noch normal gut vorangekommen. Also du hast da wirklich Mission nach Mission machen können, bist nicht gehangen groß, aber jetzt so bis Level 33, ich bin jetzt glaube ich 37, aber so bis 33 war es noch okay und danach war, ich weiß nicht, so ein Hänger drin, da hätte ich, also ich hätte am liebsten, ich hätte ein bisschen was anderes gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, also erstens mal habe ich dann richtig Pech, es kennen alle, wir können ja auch mal vom Chat mal ein paar Meinungen zu abgeben, so wie ich es vorher schon gesagt habe. Es kommt immer eine Mission in dem Vibe, in jedem Vibe, wo du etwas sammeln musst oder etwas machen musst. Und genau das findest du da nicht oder genau das hast du da nicht. Oder dieses eine spezielle Item, sobald du das aufhebst, kommst du nicht mehr aus der Runde raus. In dem Vibe war es bei mir zum Beispiel eine ganze Woche lang mal ein Flash Drive. Immer wenn ich einen hatte, bin ich die nächsten 5 Minuten gestorben. Aber jedes Mal, wo du dachtest, so, hä? Warum ich? Also ganz kurios. Und das hatte ich, da habe ich die Vibe zum Beispiel. Kannst du ruhig weiter. Nee, ich muss mal ganz kurz darüber meinen Kids was sagen. Ansonsten habt ihr die hier permanent am Hören. Machen Sie, Papa. Und bei mir war es dem Vibe zum, also jetzt seit über einer ganzen Woche Sanita. Ich finde Sanita nicht. Der ist nicht da. Ich habe, glaube ich, schon 20, 25 Shoreline Raids gemacht. Es ist nicht mal so, dass ich eine Leiche finde. Ja, also gar nicht. So, bin wieder da. Einmal habe ich ihn gefunden. Da wäre er da gewesen. Wir reden gerade über Sanita. Ja, ja. Einmal wäre er da gewesen. Da hat mir mein Mate aber in den Schädel geschossen. Dann war er die nächsten 10 Runden wieder gar nicht da. Und ich habe Sanita immer noch nicht. Genauso wie das eine Ledex, was du brauchst, um das Fake Items Case zu bekommen. Die Mission. Das Fake Items Case als Belohnung. Ich bin schon, glaube ich, im 30. Shoreline Raid. Kein Sanita, kein Ledex. Seit einer ganzen Woche. Ja. Oder länger.
An der Stelle bin ich, glaube ich, Sonntagskind. Gestern habe ich Gluha getroffen. Nichts. Ich hänge komplett. Nee, Gluha. Customs. Reshala. Erstes Mal Reshala gesehen, gleich mit Pistole und Quest erledigt. Habe ich noch nie geschafft. Die letzten Vibes habe ich den immer gekillt, bevor ich die Mission hatte. Und als ich die Mission dann hatte, habe ich ihn nie wieder gesehen. Oder der hat die Pistole nicht mehr dabei gehabt. Über Monate hat er die Pistole dann nie dabei gehabt. Ja, die Pistole habe ich. Doch, mittlerweile habe ich sie. Die habe ich auch eine Woche gesucht. So. Mein Chat hat mich gerade darauf hingewiesen. Ich habe Sanita einmal gefunden. Da wollte ich ihn mit einem halbvollen Magazin nicht pushen. Bin einen Schritt zurück hinter eine Mauer. Hab Nachladen gedrückt. Es war nur 30er Magazin, war gleich wieder drin in der Waffe. Ich gehe, Magazin flutscht rein. Ich gehe ein bisschen am Losgehen, damit nicht viel Zeit flöten geht, weil ich halt möglichst schnell weitermachen kann. Mhm. Und in dem Moment, wo das Magazin ganz drin ist und ich ein, zwei Schritte mache, höre ich hinter mir so tuck, 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 puff, tot. Hat eine Granate in den Himmel geschmissen, die irgendwo bei mir runtergekommen ist. Über zwei Mauern hinweg. Ich war tot. Gesehen habe ich ihn nicht. Aber er mich anscheinend schon. Und dann habe ich seine Granate gefunden. Und seitdem wieder nichts mehr. Also einmal hat mich mein Teammate dabei erschossen. Dann die Granate. Und ansonsten 20 Runden gar nichts. Der ist nicht da? Na, auf die Quests warte ich eben jetzt. Also jetzt, bei mir ist es gerade, ich habe ja nur auch, ich habe, weiß nicht, ich spiele auf EU-Servern. Ich muss im Moment Spieler killen, also wie so oft. Jetzt dann die späteren Quests. Ich finde keine. Ja. Also ich war gestern, wissen Sie, mehrere Runden in Dorms drin, sowohl außerhalb des Streams als auch im Stream in den Customs. Ich war jeweils für Viertelstunde, 20 Minuten in den Dorms drin und es ist niemand vorbeigekommen. Ich war jeweils der Einzige. Auf der Map ist rumgeballert worden, aber es ist trotzdem niemand hingekommen. Dann auf Interchange hatte ich jetzt mehrere leere Runden. Wo ich auch wirklich eine Interchange-Runde gestern nachts, ne, du musst ja nachts Leute erschießen da. Ich habe einmal Schritte gehört und das war es auch schon. Aber ansonsten, also, wie gesagt, ansonsten läuft es. Ich find's aber angenehm, das mit Level 20 an Fliehmarkt. Man merkt bis jetzt, würde ich sagen, dass das allgemeine Spielverhalten anders ist. Ja. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das liegt fast ausschließlich an der Ökonomie der Spieler. Weil du halt einfach nur das spielen kannst oder spielen konntest, was du hattest. Und wenn es dann zur Neige gegangen ist, war dir klar, dass wenn du jetzt nochmal stirbst, hast du halt nichts mehr. Also außer irgendeine komplett schlechte AK, die du dir kaufen musst beim Händler. Ja. Das ist aber so, das Ausrüsten mit Scav-Waffen hat irgendwie komplett aufgehört. Auch wenn jetzt... Wie meinst du? Die Fehlfunktionen haben mich bis jetzt nicht großartig berührt, muss ich mal so sagen. Also in den vier Wochen hatte ich jetzt drei oder viermal, dass es Klick gemacht hat, dass mal was nicht funktioniert hat. Und dass man keine Kugel rausgekommen ist. Aber trotzdem ist eben eine kaputte Waffe ist eine kaputte Waffe. Du kannst sie nie verkaufen, sie bringt kein Geld. Es lohnt sich überhaupt nicht, diesen Ballast mit sich rumzuschleppen, weil du kannst sie nie verkaufen. Und das Risiko, dass vielleicht doch irgendwas ist, das schwebt halt doch immer nur wieder rum. Also ich habe früher sehr viel mehr mit Scav-Waffen gespielt. Also gerade eine Vepr 136, damit habe ich Wochen gespielt. Okay. Am Anfang, weil die halt, ne, die ist präzise, PS 762 mal 39, PS-Munition rein, 30 Schussmagazin rein, konntest du losgehen, reicht für die ersten 14 Tage im Vibe vollkommen zu und die Waffe ist kostenlos, weil sie überall rumliegt bei den Scavs. Habe ich diesen Vibe überhaupt nicht mehr gespielt, weil wie gesagt, sie ist ja mehr, also am Anfang, in den ersten Tagen habe ich es gemacht noch. Und trotzdem, ohne dass ich es jetzt irgendwo durch die Fehlfunktionen gekommen ist, dass ich gesagt habe, die Dinger sind unspielbar. Sie sind halt ungenau. Sie sind ungenau. Das merkt man mittlerweile. Gerade auf so mittlere Entfernung, ab 50 Meter geht's los, dass man spürt.
Und das ist ärgerlich, wenn du dann zielst und dir Mühe gibst und willst den Headshot setzen und dein Gegner sprayt dich einfach nieder und dein Headshot, du siehst, du bist genau auf dem Kopf und die Kugel fliegt vorbei. Das ist scheiße. Und deswegen habe ich aufgehört damit. Und mag sein, dass das dazu führt, also ich habe es bei dir gesehen im Stream, du hast einen Haufen Geld. Ja, ja. Geht. Na, ich pendel im Moment zwischen 3 und 4,5 Millionen immer so rum, je nachdem, wie viel ich gerade für. Gerade weil jetzt auch der Hideout-Ausbau viel Geld verschlungen hat. Weil ja auch die größeren Stufen, du musst ja überall 400, 500.000 überall nochmal mit reinpacken, zusätzlich zu den ganzen Items, die du brauchst. Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mehr oder weniger immer so jetzt bei 3,5-4 Millionen jetzt die letzten Tage gehangen habe. Aber es geht langsam hoch. Das ist aber nicht unbedingt weniger, als ich früher hatte. Du nutzt ja den Flohmarkt nicht wirklich. Nee, auch nicht. Also ich verkaufe, klar, ich verkaufe, was ich auf dem Flohmarkt finde, aber ich 70-80% von dem, was ich rausbringe aus den Raids, ist für den Eigenbedarf. Also okay. Essen, Trinken, Munition, Quest-Items, Hideout-Ausbau. Das alles, was ich da raushole, stecke ich ja sofort. Dafür ist mein Hideout fertig, mehr oder weniger. Ja. Na? Und ich bin mit den Quests, mit den ganzen Sammelquests, das ist alles durch. Also da habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe wirklich im Moment jetzt nur noch, glaube ich, diese PvP-Quests offen. Und daher geht es vom Geld. Auf der anderen Seite so richtig Meta-Waffen, danach ist mir noch nie. Ja, aber du brauchst es. Das Schöne ist, du brauchst es eben auch nie. Ich habe überhaupt nie das Gefühl, dass ich irgendwo hinterherhänge oder mit meiner Ausrüstung irgendwo schlecht dran bin, weil meine Gegner mehr oder weniger alle auf dem Niveau sind. Ne? Es reicht eine Level 4 Rüstung, die kriegst du überall. Deswegen für jeden Einsteiger eine Skeff-Rüstung, Level 4, die bewährten Rigs, die sind bombig. Die reichen nach wie vor. Mit denen renne ich pausenlos rum. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Rüstung, glaube ich, gekauft. Den ganzen Vibe nicht. Ja, ich habe dass ich Prapor auf Level 4 habe, kann ich mir endlich die Korund kaufen. Ja, selbst dieser Level 5. Das ist schon angenehm, aber auch Level 4 Rüstung. Wie gesagt, man merkt einfach, dass jeder. Dieses Anfangsverhalten der Vibes, was wir, die Leute, die viel spielen oder schon lange dabei sind, ja immer predigen, dass es das die beste Zeit ist in Tarkov. Die hält jetzt wesentlich länger an. Ja. Also die würde ich sagen, die ist noch da. Und das sagen sogar die Leute, die vorher gesagt haben, Flimmer Level 20 ist zu krass. Ja. Mach das bitte wieder runter. Ja. Ja, also die, dieser Shift. Selbst die sagen das. Dieser Shift, dass quasi die Mehrheit oder sagen wir so, die PvP-gierigen Spieler schon jetzt mehrheitlich mit Metagear oder sowas rumrennen, der sonst wirklich nach 14 Tagen da war, der ist noch nicht. Sehe ich noch nicht. Was sagst du zu den Scopes? Zu dem Scopes-Rework? Haben wir nicht gebraucht. Haben wir im Großen und Ganzen haben wir das nicht gebraucht. Der Punkt ist, im Grunde ist, also mir persönlich ist es vollkommen egal, ob jetzt das Holo das Beste ist oder das PK06 oder das Holo mit den 2 Punkten von der Sichtbarkeit oder von der Nutzbarkeit oder völlig egal, welches am Ende des Tages es wird. Wenn die auf dem Trichter sind, dass sie es realitätsnah haben wollen, und ich glaube mal gehört zu haben, dass das PK06 das komplette Einsteigervisier ist, dass man dass die Leute, die sich damit lange beschäftigen und das wirklich aktiv nutzen, also auch in ihrem privaten Leben, die spielen keinen PK06. Die spielen Holos oder andere Sachen aus Gründen. Wenn Battleset Games in die Richtung will, ist es ja okay. Aber wenn sie das tun, dann wäre halt schon irgendwie so eine Info nicht schlecht. Und nicht einfach sagen, ja, wir haben jetzt die Visiere geändert. Weil es gibt schon genug Videos auf YouTube. Wenn du dir alle Visiere so zusammenmogelst, also zusammensuchst, was gemacht wurde und was nicht gemacht wurde,
Im Großen und Ganzen ist es nicht besser. Es ist anders. Es ist anders und ich finde, es ist schlechter geworden an vielen Stellen. Also du kannst, also das PK06, ich nehme es gar nicht mehr. Ich schmeiße es eigentlich nur noch. Ich verkaufe es. Und das liegt nur mittelmäßig, nur zu 30% daran, dass es jetzt so verschmiert aussieht, so verschwommen und dass die Zielmarkierung so groß und verwaschen ist. Was ich wirklich hasse an diesen, das geht mir tierisch auf die Nerven, ist die Blickwinkelabhängigkeit. Dass die Zielmarkierung jetzt bei kleinsten Bewegungen so dermaßen drin rumschlenkert in dem Zielkreuz. Mhm. Du hast ja immer, ich habe an meinen Waffen immer einen Laser dran. Ne? Und ich weiß also, wo die Waffe hinschießt, wenn ich gegen die Wand. Und wenn die Zielmarkierung so rumschlenkert, dann bringt sie mir nichts mehr. Und gerade beim PK06 und auch beim, ich glaube, bei mehreren Red Dots, bei diesen kleinen Red Dots ist es bei mehreren so, du kannst sie, sowas beispielsweise bei einer SKS, wo du nur vorn beim Handguard überhaupt einen Scope draufsetzen kannst, oder auch als 45 Grad abgewinkeltes kleines Scope. Es ist für mich unspielbar. Weil in 50% der Zeit, in der ich rumlaufe, ich quasi meine Zielmarkierung nicht mehr sehe. Die ist unten, die ist unterhalb vom Rand, die sehe ich nicht mehr. Also Schwachsinn. Was ich halt auch nicht verstehe ist, der Laser ist ja viel weiter vorne positioniert. Wenn der Laser sehr stark wackeln würde und das Visier nicht, würde das ja bedeuten, dass die linke Hand, die vorne an der Waffe ist, im Regelfall, dass du die nicht im Griff hast, deine Armführung, und die Hand zur Brust aber sehr gut führst. Ja? Ne, es scheint der In Tarkov ist es aber andersrum. Also ist quasi vorne stabil und das, was bei dir zu dir ist, die rechte Hand, das Visier, das würde wackeln. Also würdest du mit deiner Hand vor deiner Brust hin und her wackeln. Ja, so fühlt es sich an. Nicht. So fühlt sich's an. Ja, weil sonst würde es nicht so sein. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das hier war, why? Warum habt ihr das gemacht? So, und das im Holo ist es auch nicht so. Und also ich habe beispielsweise mein neues. Das verstehe ich nicht. Die Holo-Sites mehrheitlich gehen zu benutzen, die sind super stabil. Die Reflex-Sites fast alle nicht. Das Tricon, das SRS-02, das ist dieses große, etwas glubschige mit dem dünnen Punkt. Das gibt es bei Peacekeeper Level 3. Das ist mein neues Lieblings-Red Dot. Und das ist das einzige Red Dot, was ich im Moment spiele, wenn ich irgendwie kann. Weil das ist, der Sichtkreis ist relativ groß, der Punkt ist schön klein, der ist halbwegs scharf und der ist so klein und so scharf, dass du es sogar nachts einsetzen kannst. Schon das Delta Point probiert? Das geht auch. Das Delta Point ist das zweite. Das ist sehr angenehm, ja. Die beiden sind im Prinzip das Delta Point, das dritte ist dann das das ganz normale Cobra. Das ist not bad. Sieht zwar sehr doof aus. Sieht doof aus. Ja, aber die Durchsicht ist gut. Also und das Fadenkreuz ist sehr angenehm. Eigentlich bin ich bei den beiden hängen geblieben, bei dem SRS-2 und bei dem Leupold. Andere baue ich gar nicht mehr auf. Und die großen sind mir einfach nach wie vor zu groß. Also die Holosites, die sind schön klar, aber wie gesagt, der Aufbau für das, was ich sehe. Also ich habe halt keine Vergrößerung. Ne? Und ich habe einfach nur diesen großen Aufbau auf der Waffe. Der stört mich dann. Und nachts sind sie nach wie vor alle, sie überstrahlen wie Sau. Du siehst nachts nichts durch diese großen Zielmarkierungen. Das hilft mir alles nie weiter. Ja, die Holos haben ja normalerweise einen Modus für den Nachteinsatz, den du dann am Holo drücken kannst. In echt. Und haben wir nicht. Bei den Combat Scopes, also bei den großen Sachen, alles was Vergrößerung hat, Velde, Elkan und so weiter. Einheitsbrei. Verstehe ich überhaupt nicht, warum sie das gemacht haben.
Ich habe es verstanden, dass sie gesagt haben, dass das Voodoo beispielsweise, das war kein 1,0. Das Voodoo war so nah am Auge dran, dass es selbst in diesem 1,0-fachen Modus eine Vergrößerung hatte. Dass sie das kleiner machen und das korrigieren, wäre perfekt gewesen. Und ich glaube, beim Tech 30 war das auch so. Und selbst beim Velde war es noch. Könnte man drüber streiten, ob es 1,0 ist oder ob es vielleicht Mühe größer sogar war, also ob es so ein kleiner Vergrößerungsfaktor drin war. Aber die Scopes waren unterschiedliche Preise und die haben unterschiedliche Größen gehabt. Und dann hast du ein paar andere Scopes gehabt, die haben halt andere Vorteile gehabt. Jetzt ist alles gefühlt, egal wie das Scope, wie die Bauform ist, vollkommen Schnuppe. Ne? Ob das billige PSO, das Elkan, egal was du nimmst, die sind alle gleich groß, die haben alle den gleichen Sichtkreis und sie haben alle diese mördermäßige Verschattung, eben auch diese Blickwinkelabhängigkeit, wenn du dich bewegst. Das Einzige, was jetzt noch den Scope unterschiedlich macht, im Moment für mich effektiv, ist der Preis. Mhm. Wobei, ich kaufen tue ich nur eins. Ich kaufe nach wie vor das Velde. Die Zielmarkierung ist unterschiedlich. Und da ist das Velde immer noch mit seinen Haarlinien für mich das Beste. Das ACOG ist jetzt brauchbar. Aber die Unterschiede ansonsten zwischen diesen ganzen, es ist eigentlich vollkommen egal, was du draufschneidest. Weil ich wüsste nicht mal, warum die jetzt unterschiedlich vom Preis her sein sollten. Im Prinzip könntest du auch einen Einheitspreis machen, weil außer der Zielmarkierung ist kein Unterschied mehr da. Ja, aber die maximale Zoomstufe ist auch unterschiedlich. Beim Tech 30 zum... Ja, aber macht es die besser? Voodoo, ja. Du hast, du hast Maps, wo du eine kleinere Zoomstufe brauchst und hast Maps, wo du eine größere Zoomstufe brauchst. Das heißt, du brauchst mal das eine dran, brauchst mal das andere dran. Aber ansonsten, also... Also wenn du wirklich snipen willst, würde ich ein Vierfach nicht empfehlen. Nee, das ist klar. Da brauchst du mindestens ein Sechsfach. Aber das Voodoo ist beispielsweise Sechsfach. Und das Voodoo geht überall. Das Voodoo geht genau. Und das Velde auch. Die gehen, genau, die gehen auf allen Karten. Aber... Das Tech 30? Ja, weiß ich nicht. Ja. Du kannst ja zum Beispiel kein... Ich meine, es gibt schon Sinn, dass diese Scopes existieren. Du kannst ja zum Beispiel nicht einen Hammer auf einen Sniper bauen. Macht ja im Regelfall keiner. Und bei vielen geht es auch nicht. Aber auch beim Hammer ist ja kein Unterschied. Auch da ist ja... Ist das ja egal. Das sind alles Vierfach-Scopes. Wie gesagt, die Vergrößerung ist das eine. Die Scopes sind ja auch in Natura. Es gibt ein Video, das aktuelle von Veritas. Der hat gerade die Scopes nochmal verglichen und hat versucht. Ja, habe ich kurz durchgeguckt, ja. Und hat versucht, Realbilder, wo er welche gefunden hat, dazu zu sehen. Also beispielsweise das Voodoo, das zeichnet sich auch in Natura so aus, dass es eben extrem groß und ne, extrem großes Bild hat. Und diesen schmalen Ring. Nur das ist ja jetzt alles nicht mehr da. Es ist ja wirklich... Es ist viel weiter weggerückt. Die haben ja alles zusammengematscht und die Unterschiede sind vernachlässigbar, sagen wir es mal so. Also ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen den Scopes. Du kannst sagen, es ist toll, du kannst alles draufbauen und du kannst mit allem schießen und treffen. Und Leute, die das ACOG in der Vergangenheit benutzt haben, werden genau aus diesem Grund jubeln, weil das ACOG früher scheiße war. Und sie haben es geliebt und trotzdem gespielt. Ja, das war ja so mini-klein. Ja. Aber der Punkt ist, du hast jetzt einfach diesen, ich finde sie beliebig. Du hast außer der Zoom-Stufe wirklich, das sind alle gleich groß. Ja, wenn man das quasi als Diagramm darstellt und nimmt den frühest, das ist irgendein Visier und das allerletzte Visier, dann sind die alle sehr stark zusammengeschrumpft. Ja. Also den Bereich, wo sich die Visiere tummeln, von der Einsetzbarkeit her ist schon, weiß nicht. Wie gesagt, deswegen war meine ursprüngliche Antwort ja auch, haben wir nicht gebraucht. Und ich hätte... Es hat nichts vorangetrieben. Na, und es wäre, wir hatten ja auch überlegt, sagen wir so, eins, was funktioniert, ist, du kannst einen PK-06 nicht mehr nehmen, selbst wenn du stillhältst und dich hinlegst.
um auf 100 Meter jemanden einen Kopfschuss zu geben. Ich meine, du kannst es versuchen und vielleicht einen von drei Treffern wirst du auch setzen, aber viel mehr werden es nicht werden, weil die Zielmarkierung eben jetzt so fett und verwaschen ist, dass du nicht mehr genau zielen kannst auf die Entfernung. Von daher, ja, für größere Entfernungen brauchst du jetzt ein vernünftiges Scope. Gut, das haben sie geschafft. Aber die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, ist... Es macht keinen Spaß, verschiedene Scopes aufzusetzen, weil du eben weißt, dass die Red Dots alle verwaschen sind. Du weißt einfach nur, die Holos sind okay. Ja, und du kannst eigentlich nur bei den Holos sicher sein, dass es egal ist, was du hast. Die und funktionieren. Im Prinzip hat sich das nur verschoben, die Meter von wegen, was früher Red Dot hat, ist jetzt Holo und das war's. Und so hat sich auch die Preise entwickelt. Die Red Dots sind alle sportbillig. Ne? PK 06 war letzten im Vibe noch 50.000 Rubel. Jetzt kostet es noch wie viel? 10 oder 9? Weiß ich nicht. Und die EOTEX und die ganzen anderen, das Romeo, was hier auch, ne? Die kosten halt alle 30.000, 40.000 und die funktionieren. Punkt. Also wir zahlen nach wie vor für 40.000, zahlst du für ein vernünftiges Reflex-Sight oder Holo-Sight und aber du hast nicht diese Auswahl, also ich hätte gedacht, dass du eben auch mit den, wir haben 20, 30 verschiedene Red Dots und Reflex und Holosights im Spiel, dass die auch einen Sinn machen, dass du sagen kannst, für das eine oder andere, nicht bloß, dass mir gefällt dieses besser und dir gefällt das andere besser, deswegen spiele ich A und du spielst B und zwar auf allen Karten, bei allen Gelegenheiten und sonst was, sondern dass es mehr Sinn gibt für diese verschiedenen Scopes. Für mehr Einsatzzwecke, wo das eine mal einen Vorteil, das andere mal einen Nachteil hat. Und das sehe ich nie. Also nicht mit dem Rework. Und das ist eben bei den großen Scopes, bei den Combat Scopes genau dasselbe. Ja. Es ist scheißegal, welches du draufschneidest. Du entscheidest dich nur, nehme ich was mit Vergrößerung? Also, oder ne, nehme ich einen Combat Scope oder nehme ich irgendeinen Reflex Sight? A oder B? Und dann ist es eigentlich in dem Pot, in den du reingreifst, was da drin ist, ist egal, was du rausnimmst und drauf schnallst, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber du kannst nicht viel steuern. Ist ja ähnlich wie bei dem Scavkammer, ja, um da mal weiterzukommen. Die Idee ist eigentlich immer grundsätzlich recht gut. Geht in die Richtung, es geht in eine gute Richtung, alles. Wie es umgesetzt wird, ist aber dann immer ein anderes Thema leider. Und das ist beim Scavkammer genau das Gleiche. Gefühlt, also es hat sehr, also um es mal schnell zu machen, es hat, also ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es irgendwas bringt. Ich dachte mir, warum sollte es? Hat aber sehr viel gebracht. Also für das, dass sie quasi irgendwas reingeschmissen haben auf den Server, was Scavkammer betrifft, hat es sehr gut funktioniert, wie sich die Spieler adaptiert haben, die ersten ein, zwei Wochen. Jetzt muss ich aber leider sagen, die meisten Leute haben es verstanden, dass wenn ich mal einen Scav töte, dass es scheißegal ist. Dann mache ich es halt mal wieder zwei Runden lang nicht. Dann ist es wieder ausgeglichen, mehr oder weniger. Die Leute fangen wieder an, sich gegenseitig umzuschießen. Und zwar vermehrt. Ist bei uns im Chat auch ständig so. Die Leute fragen so, was ist mit den Leuten los? Interessiert das keinen mehr? Oder? Also schade. Es ist schön, wie es war schön. Ja? Es war ein guter Versuch. Aber... Sag mal, Gegenfrage. Macht dir irgendein Scaffran jetzt nach vier Wochen noch Spaß? Hast du irgendwas in deinem Scaffran zu tun? Ich ja. Ich spiele ohne Fliehmarkt. Das ist genau der Punkt. Mir machen meine Scaffrans keinen Spaß mehr. Weil ich darf effektiv nichts mehr machen. Ich spawne so spät auf der Karte, ich habe seit Ewigkeiten keinen Spieler mehr gesehen in dem Scaffran. Die Karten sind tot. Es sind maximal noch andere Scaff-Player da. So, die Scaff-Player darf ich nicht beschießen. Die Scaffs darf ich nicht beschießen. Ich habe 15 Minuten in der Regel auf den meisten Karten, um irgendwo hinzugehen und noch zu extrakten. Das heißt, ich kann mir auf Customs, egal wo, auf Shoreline, ich kann mir ein, zwei Punkte auswählen, wo ich hinrenne und sage, ich loote jetzt, was alle anderen übrig gelassen haben.
Sehe ich auf dem Weg, dass das schon in Skeff ist, kann ich sofort abdrehen. Weil ich kann dem ja jetzt das Zeug nicht klauen. Ich kann nicht mit dem mich um den Wühltisch streiten, wer das, ne? Wer das kriegt, was da drin ist. Ich darf es nicht. Das Spiel sagt mir, Skeff Karma, wenn du nie bestraft werden willst, lass den, ne? Such dir was anderes. Hatte ich jetzt gerade auf Customs, ne? Gerade in dem Raid, in dem Skeff Raid, den ich gerade gespielt habe, bevor wir den Podcast gemacht haben. Auf Customs gespawnt, ins Drogenlabor reingerannt, da war ein Skeff-Player. Also weiß ich, ich brauche hier immer noch Medizin looten, das hat der schon. Also weiter Richtung Festung. Auch da kommt mir sofort ein Skeff-Player entgegen, okay, Richtung Dorms. Du kannst abdrehen und ist so. Und was kommt dann? In dem Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, kommt von hinten ein Skeff-Spieler auf der Straße und fängt an, auf mich zu schießen, schiebt mir mein Bein schwarz. Ich habe ihn gekillt. Und was habe ich davon? Gar nichts. Na klar, ich kriege keine Reputation davon, weil in dem Moment, wo dich jemand beschießt und nicht instant killt, ist für beide kein Reputationsgewinn mehr drin. Zwar kein Verlust, aber auch... Ne? Also ja, hätte er mich erschossen, geht seine Reputation nach unten. Das hat er sowieso in Kauf genommen, weil er hat ja angefangen, auf mich zu schießen. Ich dagegen habe gar nichts davon. Ich kann zwar sagen, ich bin Karma-Sieger, weil ich habe ihn gekillt, aber ich habe jetzt das schwarze Bein, ich muss raushumpeln. Für mich ist die langweilige Runde, wo ich quasi nichts machen kann, weil ich mich mit niemandem streiten darf, jetzt auch noch in Arsch, weil ich die letzten 6 Minuten von diesem Skeff-Run damit verbringe, ans andere Ende der Karte zu humpeln, um da zu extrakten mit dem Müll, den ich hinten auf dem Rücken habe. Die Skeff-Runs machen keinen Spaß mehr. Wenn ich nie den Bedarf habe, noch irgendein Item zu looten, gibt es keinen Grund mehr, einen Skeff-Run zu machen. Und für die Leute, die satt sind, die eben auch keine Sammelquests mehr haben, es ist für mich fast verständlich, dass die sagen, weißt du, jetzt ist mir das Skeff-Karma auch egal, jetzt schieße ich wieder auf die Leute. Weil es nichts bringt und weil du effektiv, es ist ja nur noch, das ist wie ein PvE, reiner PvE-Lauf. Du darfst, ne, du musst zu allen freundlich sein und ansonsten du kannst ja nicht den bösen Skeff spielen, dass du sagst, okay, es gibt die und die Nachteile, aber es gibt auch vielleicht die und die Vorteile. Ne? Also von mir aus, sollen sie dafür sorgen, dass ich nur noch alle 2 Stunden ins Skeff spielen kann. Gib mir dann aber ordentliche Ausrüstung und lass mich frühzeitig spawnen, sodass ich mich dass ich die Spieler ärgern kann. Oder was auch immer sie machen, aber es ist halbfertig. Okay. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das als negativ empfindet, wenn man Skeffs nicht mehr erschießen darf als Skeff. Nee, du darfst nichts mehr machen. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ich finde es nämlich sehr cool. Es ist sehr entspannend, angenehm, lustig, wenn du dich mit jemandem triffst, random, wo du denkst, oh shit, gleich bin ich dran. Und dabei fängt er auf einmal an, Sachen aus dem Rucksack rauszuschmeißen. Du denkst dir, okay, cool, dann gebe ich dann einfach auch irgendwas. Das ist und dann könnt ihr noch zusammen rumeiern. Das ist das Einzige, was positiv an der ganzen Sache ist. Weißt du, das sind diese Interaktionen. Es kommt stark drauf an, aus welcher Sicht du das jetzt betrachtest. Gehen wir mal davon aus, Skeffs, jetzt auf die Realität bezogen oder auf die Videos bezogen, die sie selbst gedreht haben, also die Filme quasi, sind die Skeffs nur dafür da, dass wenn sie sich im besten Fall komplett sicher sind, dass dort keine armeezugehörigen Personen mehr unterwegs sind, also keine Fraktionen, dass sie dann aus ihren Verstecken rauskommen können, dann wieder etwas suchen können, weil sie es brauchen zum Überleben. Dass sie sonst nichts machen, weil sie haben zum Beispiel keine militärische Ausbildung, nichts zu Hause, ja, müssen vielleicht noch Frau und Kind ernähren, die haben ja nichts. Wenn du es aus der Perspektive betrachtest, ist das Skeff so, wie es jetzt ist, besser wie vorher. Jein. Wenn du es aus der Sicht der Spieler betrachtest, die keine Sammelquests mehr haben, die langweilen sich jetzt mehr wie vorher. Weil die AI-Skeffs rennen ja auch ab Minute 2 oder 3 im Raid rum. Ja, die zählen ja nicht. Und du hast einfach... Also es ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass man das auch andersrum sehen kann. Ich finde es cool, die Skeff-Runs. Es war wirklich, sag mal so, die ersten 14 Tage war es cool. Aber wie gesagt, das ist der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es gibt, du hast eine ganze Menge Sammelquests am Anfang.
Wenn du als PMC das versuchst, streitest du dich mit den anderen PMCs, weil ne, Glockenkurve, ganz viele sind irgendwo, ne, die große Mitte sind mehr oder weniger alle gleich weit. Du hast regelmäßig in deinen Raids Leute, die genau dasselbe gerade wollen, was du willst. Also das Risiko, A, dass du nicht schnell genug bist, dass es schon weg ist, oder B, dass du eben in Gefecht gerätst und stirbst, obwohl du dein schönes Item gerade gefunden hast, das ist halt groß. So, deswegen macht man immer noch als Ergänzung gelegentlich mal einen Scaff-Run, dann hast du mal Ruhe und kannst zwei, drei Stellen ablaufen, wo du weißt, es sind kaum noch Spieler da. In der Regel liegt so viel Loot auf der Karte, selten werden alle Spots gelootet, also hast du immer eine Chance, auch mal an Items zu kommen, die andere übersehen haben oder wo sie einfach nie geguckt ja. haben. Aber wenn das wegfällt und jetzt zu dem Scaff-Karma gehört ja auch noch das neue Feature bei Fans. Wir sollen ja die Reputation von 6 schaffen, um bei Fans diese Option zu bekommen, die unversicherten Items kaufen zu können. Die haben ja ein recht umfangreiches Feature programmiert für 12.10, was keine Sau jemals sehen wird, weil niemand mehr zu Level 6 hochkommt. Ne. Ja, das ist ja was anderes. Wie gesagt, die Idee war ja gut. Sie haben es auch relativ gut reingebracht. Aber es wurde ja in den ersten 3 oder 4 Tagen wurde es schon wieder geändert, wie das mit der Reputation funktioniert, von den Werten her und von der Anzahl, also von der Höhe her pro Raid oder je nachdem, was du tust, wurde ja eh schon wieder alles über den Haufen geschmissen. Also, wie gesagt, die Idee ist schon echt cool und auch, also wir im Stream, wir haben das richtig gefeiert mit den Scaff-Runs. Das sind teilweise Geschichten entstanden und dann konnte man wieder über die reden. Also super. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, aber wie gesagt, aber die letzten ein, zwei Wochen nicht mehr. Das ist der Punkt. Genau das. Die ersten Wochen war das so und jetzt hört es auf. Weil es ist halt nur die Frage, ob es deswegen funktioniert hat, weil es neu war oder ob es wirklich nur darauf, dass man es darauf beziehen kann, weil der Wipe angefangen hat. Es sind immer noch 2 verschiedene Sachen, die, glaube ich, Unterschied machen. Ich denke, zum ersten hat nie jemand geglaubt, also die Masse der Leute hatte nie geglaubt, dass es ein Leben außerhalb von Kill on Sight gibt. Wer DSI gespielt hat, der weiß, dass das geht. Aber viele haben ja diese Erfahrung nicht und demzufolge, na, wer mit Tarkov angefangen hat und aus allen Winkeln über den Haufen geschossen wird, für den war das erstmal ein Unding, dass es auch sein kann, dass man das nicht tut. Und siehe da, es hat funktioniert. Aber es schreibt auch bei mir gerade jemand, keiner wird gezwungen, Scaff zu spielen. Wer PvP haben will, soll SP im Spiel finden. Das ist Quatsch. Wenn es den Scaff-Mode nicht braucht, können sie ihn abschalten. Wenn der Scaff-Mode da ist, als Spielmodus, es ist ein offizieller Spielmodus. Wenn ich ihn spiele, möchte ich in dem Modus was zu tun haben. Und ich habe in dem Modus, es wird mir ich darf alles, was zu dem Zeitpunkt, wo ich im Moment auf die Scaff-Karten, auf die Karten spawne als Scaff, darf ich nicht beschießen. Die können mich also mit einem Löffel auf die Karte spawnen und ich würde überleben. Ich kann auf Reserve Raider erschießen, wenn mal welche spawnen. Das ist aber auch alles. Alle anderen Karten habe ich keine Raider. Scaff-Bosse sind auch böse. Darf man auch nicht einfach angreifen. Scaffs, Player-Scaffs, alles, kriegst immer nur die Schelle Negativ-Karma. Und Spieler sind nicht da, weil man so spät spawnt. Es ist wirklich nur noch, du kannst wirklich nur noch sammeln gehen und das ist zu wenig für den Spielmodus. Das will ich damit sagen. Naja, aber also das Ding ist, also ich verstehe es, das ist ja der Punkt. Ja? Aber das ist eigentlich die Definition von einem Scavenger. Ja, aber dann brauchen sie... Dann brauchen sie dieses Fans Level 6 Reputation und das, dann brauchten sie dieses Feature. Ja, klar. Das musst du vergessen in der Diskussion. Das ist halt dabei gewesen. Ja, aber das haben sie eingeführt und es hat keiner eine Chance, da hinzukommen mehr. Ja, das ist halt der nächste Punkt. Ja? Das ist so ein Punkt, der ist so falsch implementiert worden, den streiche ich aus meinen Gedanken. Der existiert nicht. Ja, wenn ich darüber rede, das gibt es für mich nicht. Es ist komplett. Das ist komplett daneben. Also die letzten 14 Tage war das komplett risikofreies Looten. Das Einzige, was war, es hat halt unter Umständen war es nervig, wenn die Zeit zu kurz war.
Und wenn du nichts mehr gefunden hast, was auf den größeren Karten kaum passiert, weil, wie gesagt, es ist mehr als genug Loot da. Also du findest immer was. Nur ich komme jetzt eben mit Level 30 an den Punkt, dass ich nichts mehr brauche. Mir hat aber früher das Scav-Spielen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, PMCs zu ärgern. Ja, das mit dem, also, weißt du, bei Battleset Games über Sachen zu reden, ist äußerst schwierig. Weil du musst so vieles differenzieren. Die Implementierung des Scav-Skamas würde ich sagen, ich behaupte jetzt einfach mal, die haben da nicht darüber nachgedacht, dass es einen Unterschied macht, ob die Scavs bei 10 Rest spawnen oder bei 40 Minuten Rest spawnen. Was auch von Map zu Map, by the way, unterschiedlich ist. Es ist unterschiedlich. 40 Minuten, bei Interchange 40 Minuten Restzeit zu spawnen als Scav ist quasi Ding der Unmöglichkeit. Auf anderen Karten hast du das öfters. Ja, du spawnst auf Reserve regelmäßig mit 30 Minuten Restzeit. Ja, bei Interchange mit maximal 15. Und trotzdem ist Reserve in den 4 Wochen regelmäßig bei Minute 30 leer. Da sind du vielleicht weißt, noch, wie Interchange funktioniert. Da sind noch 2 Spieler da, die schon auf dem Weg zu D2 sind. Keine Sau wartet auf den Zug. Die Raider werden ausschließlich von Scavs beschossen. Also. Es hat gerade im Chat noch einer bei mir reingeschrieben. Er hat vor kurzem erst angefangen mit Escape from Tarkov. Ist quasi ein Neuling. Und er hat auch gemeint, so jetzt für, dass er die Scavruns natürlich, dass ihm die super gelegen kommen, wie sie jetzt sind. Oder wie sie, sag mal, ob sie jetzt sind oder jetzt waren, ist egal, aber wie sie jetzt sind. Mhm. Ja, du hast Zeit, dir die Sachen besser anzuschauen. Du hast Zeit, dir vielleicht nochmal wohin zu gehen, wo du vorhin gestorben bist oder sonstiges. Du kannst sogar vielleicht die Chance relativ einfach was mit rauszunehmen, wo du sonst zu nichts kommst. Das ist sehr angenehm. Ja. Nein, sag mal so. Und ich finde es besser wie vorher. Die Scavs sollten nicht rumballern wie blöd. Nee, du kannst ja auch nicht rumballern wie blöd. Ja, du jetzt 4 Wochen, ja, kannst immer. Jetzt 4 Wochen nach dem Vibe. Du hast als Scav. Ich bin im Moment, habe ich meine Reputation ist bei 0,99. Ich versuche auf 1 zu kommen. Was ein Ding ja, der. Ja, irgendwo da bin ich auch 0,809, keine Ahnung. Was ein Ding der Unmöglichkeit ist, gerade weil ich keine Spieler finde. Es ist so. Wie kann ich hochleveln? Als PMC das Auto benutzen. Da kommst, das hat so ein Bart für mich gehabt, ab Minute 1. Das ist also. die sinnloseste Regel überhaupt, dass ich krieg, wenn ich das Auto benutze, so viel mehr Reputation bei den ersten Malen, als jede Aktion, die ich wirklich als Scav selber unternehme. Das Geile an der Sache ist, du kriegst die Reputation sogar, wenn du gar nicht im Auto drin bist. Ja. Das ist so. Das ist aber du kommst eben, du kommst halt trotzdem. Du kannst es einfach wegschicken und kriegst Punkte. Und du kommst bis 2, irgendwas. Wenn du es ausreizt. Wenn du wirklich auf jeder Map, weiß nicht, 15 Mal oder so das Auto nimmst. Dann kommst du dahin. Aber du kommst ja eben nicht weiter, weil sie mittlerweile gemerkt haben, sie haben es veröffentlicht. Ich krieg negative Reputation, wenn ich dich erschieße. Aber es hat niemand drüber nachgedacht zum Release, was passiert, wenn du mich beschießt und ich aber noch lebe. Dass ich mich wehren könnte. Ja, sag ich ja. Also, und damit fängt es halt an. Und dadurch, um diese ganzen Möglichkeiten, das auch zu cheesen und zu grinden und als Team reinzugehen und wegen, du schießt auf mich und ich schieße dann auf dich und deswegen gewinne ich jetzt Scav Karma, ne? Um sich gegenseitig quasi hochzupushen, um das alles nachträglich auszuschließen, haben sie halt die Werte so weit runtergestuft, dass sie jetzt, was kriegst du denn jetzt im Moment, wenn du die Chance hast, einen PMC zu erschießen und du schaffst es? Wissen, ein Hundertstel Punkt? Ich glaube, du kriegst 0,01 Punkte. Ich hätte jetzt aus dem Stegreif gesagt 0,03. Ich glaube, so viel ist es nie. Der Punkt ist, wenn du einmal daneben liegst und es war halt doch ein PMC, lass es mal dumm kommen, es war ein Scav, der ein PMC gelootet hat und deswegen typisches PMC-Gear anhatte, ja. Ne? Bist du gearscht.
weil du 0,05 Punkte Minus kriegst. Das heißt, für diesen einen Fehler, für den du nie mehr was machen kannst, weil du kannst mit dem nie reden. Du siehst nur, der ist Full Gear, das sieht aus wie ein Spieler, auf den gehe ich jetzt mal, der hat nie die typische rot-weiß-blaue Jacke an. Bringt Skefkel nicht nur 0,01 Minus? Nee, Skefkel ist ja richtig böse. Das ist ja genau das, was wir uns verbinden wollen. Das ist richtig, das haut eben richtig rein. Das heißt, du musst anschließend 5 Spieler finden, um das wieder auszugleichen. Skefkill sind 0,05. Ah, okay, gut. Z schreibt auch gerade. Also es ist Baustelle. Definitiv eine Baustelle und ich gehe davon aus, dass das... Ja, klar. Das sage ich auch zu den Leuten bei mir immer. Denk nicht so viel darüber nach. Dass das für andere auch langweiliger wird. Und wie gesagt, mich ärgert es, weil ich habe sehr, sehr gern Skef gespielt und nicht... Und einfach nur, weil ich das genieße mit diesem... Diese Herausforderung, du kommst spät rein, hast irgendwie Scheißgier, ne? Kannst aber dann die Leute, die noch auf der Karte sind, du kannst dein Glück versuchen. Ne? Das ist immer, das hat Spaß gemacht. Und da sind auch irrwitzige Situationen rausgekommen. Zwar sehr selten, aber es hat, gab schöne Sachen. Ich kann ja nicht mehr mit dem Skef-Exit nutzen, weil ja kein Spieler da ist. Es hat aber nicht, ich denke aber nicht, dass es mit dem Skef-Karma zu tun hat. Sondern eher darum, wie die Map gestaltet ist, wie, wann welche Spieler sind, bei welcher Zeit du spawnst, wie lange sich der Durchschnittsspieler auf der Map aufhält. Ja, ja. Genau, da kommt viel mehr dazu jetzt wie nur das Skef-Karma. Skef-Karma ist aber bei weitem nicht fertig. Wie gesagt, ich bin da ganz locker mittlerweile unterwegs. Ich sag immer, ja, wir haben was Neues. Es funktioniert nicht, aber das ist nichts Neues. Also freut euch, dass wir was Neues haben. Wir haben was Neues, aber es funktioniert nicht. Freut euch. Ja. Nee, das sind so diesen. Wir kommen ja noch zu einigen Sachen. Ich habe gerade was verpasst. Genau. Im Urlaub war die Hitzewelle. Gehen wir mal weiter. Die hast du gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur du noch, glaube ich, den letzten Tag. War die am Samstag? War sie noch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, am Samstag war sie noch. Zumindest. Ich habe so gespielt, als wäre sie noch da und ich meine auch am Samstag, da habe ich ja nie gestreamt, aber ich war trotzdem ein bisschen unterwegs. Samstag? Ich weiß es nicht. Es ging relativ schnell runter. Ja, ja. Du hast halt öfter was trinken müssen. Genau. Bis Sonntagmittag, schreibt Chat gerade. Ja. Wir haben was Neues. Es funktioniert nicht richtig. Also freuen wir uns, dass wir was Neues haben. Genau. Nee, und dann bist du weg. Ich würde es so sagen, ganz ehrlich. Ich finde, sag mal so, ich finde schön, dass es mal, dass, ich finde es wirklich cool, dass sie sowas reinbringen. Und dass sie das, wir haben nun mal nichts Neues. Wir haben uns die ganze Zeit schon den Mund fusselig drüber geredet, dass wie langweilig der Patch 12.10 werden wird, weil halt mehr oder weniger kaum Neuigkeiten drin sind. Na, denken wir mal an die Diskussion aus dem Mai. Ich hätte gerne eine Ska. Jehova, Jehova. Kommt in 12.12, glaube ich. Cool. Aber der Punkt ist, so, dann haben sie die Events gemacht. Mittlerweile haben sie ja ein ganz paar mehr. Was mir zu dem Event halt jetzt im Nachhinein noch gefehlt hat, gesagt, ist schön. Du hast die Leute, die sich gefeiert haben, automatisch bei der Hitzewelle. Du hast es auf Twitter überall hast es gelesen. Haha, ich habe hohes Metabolismus oder ich bin schon Elite und mir ist das alles scheißegal. Weil es halt so ist, bei mit hohem Metabolismus kann es dir scheißegal sein, weil du eben die negativen Effekte nicht spürst und das war's. So, jemand, der noch relativ weit unten ist im Level, der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun. Und muss ein bisschen häufiger trinken. Naja, pass mal auf. Du hast keinen Fliehmarkt. Ich weiß schon. Du weißt nicht, wo du trinken, looten kannst. Und beim Händler kannst du es nicht kaufen, weil da wurde es rausgenommen. Ich weiß, ich habe mehrere... Es waren Leute bei mir im Chat, die haben mich ernsthaft gefragt, wie soll ich denn jetzt überhaupt noch spielen? Deswegen, prinzipiell finde ich es cool. Wir haben das muss man vorstellen.
Als wir den Podcast hatten, wo wir über die Hardcore-Challenge gesprochen haben, habe ich auch gesagt, ich genieße ja. das ja in der Hardcore-Challenge. Ich weiß, wo ich trinken kriege, auf jeder Karte. Und ich laufe da auch hin, weil ich in der Hardcore-Challenge genau dasselbe Problem habe, dass ich es nirgendwo anders kriege. Ich muss es mir auf den Karten holen und ich muss so viel ansammeln, dass ich auch in den Raids dann immer wieder was mitnehmen kann. Und das macht es eben noch schärfer. Das ist das eine. Das ist der eine Punkt, der es eben für viele eben sehr, sehr schwierig gemacht hat. Und deswegen sage ich, das ist, du hast die eine Hand, du kriegst jetzt wieder irgendwie, weiß ich nicht, ich will es jetzt nicht Bestrafung nennen, aber es fühlt sich für viele wahrscheinlich knapp so an. Und, ja. und es fehlt das, die Belohnung. Ne? Es fehlt die Möhre vor der Nase, wo du reinbeißen willst, von wegen, ich ziehe das durch. Ich nehme die Challenge an. Das heißt, irgendwie eine Belohnung, wo du sagst, durch entweder eine besondere Spielweise, dem zu entgehen oder das irgendwie anders zu machen. Ich habe mehrere Nein. Vorschläge gelesen. Die einen haben gesagt, von wegen, es wäre schön gewesen, beispielsweise, dass das nur nachts, dass nachts der Wasserverbrauch normal ist. Und das nur tagsüber gilt. Was eine Möglichkeit wäre, Nachtraids zu fördern, mal für eine Woche. Oder eben Räume, wo Wasser rumliegt. Dorms, Customs, den typischen Raum 206, ne, wo diese riesen Wasserfässer stehen. Haben wir sogar als Quest, musste da rein. Mhm. Auf Shoreline gibt es den Raum, unten im Erdgeschoss, im Ostflügel, wo... Sollen sie irgendwo was platzieren, wo es Wasser gibt, wo aber in der Zeit mehr Getränke spawnen? Ne? Lass die Küche im Admin-Office von Shoreline, lass die voll mit Milchdosen sein, mit diesen Tetrapacks, sodass dass du sagen kannst, okay, ich kann es also nicht einfach kaufen, sondern ich muss was dafür tun. Aber ja. ich finde das Zeug. Und es spawnt eben in der Zeit mehr auf den Karten, sodass man es ausgleichen kann. Dass nicht nur die schon hoch mit dem Metabolismus sind, ist mir egal, ne? Hat auf mich keinen Einfluss, sondern dass du es genauso adaptieren musst. Und das ja, ist... Das wäre bei vielen Punkten schön, so eine kleine Einbringung von etwas Neuem und nicht einfach nur hier nimm und friss. Das würde allgemein cool. Es würde das Event noch cooler machen, weil du eben, du spielst dann mehr. Es ist nie nur eine Woche lang Bestrafung. Ja. Von wegen, was habe ich denn getan? Warum die Tag of Götter, warum schlagen sie wieder auf mich drauf? Sondern es ist eben, okay, die Woche gelten andere Regeln. Das sind die Nachteile auf der Seite und das sind die Vorteile auf der anderen. Und dann heißt es einfach nur... Ja, man kann schon viel daraus machen. Also... Die Möglichkeit hätten sie gehabt. Na, ich hoffe, sie nutzen es in Zukunft. Weil ich finde das... Ich finde die Events wirklich... Also die Idee dahinter finde ich klasse. Ich finde auch das mit dem Nebel klasse. Ja. Na? Und alles, was irgendwo den Alltag auflockert, wo du sagst, okay, für eine gewisse Zeit passt dich an. Und das Spiel gibt dir Möglichkeiten dazu, dich anzupassen. Du musst es nur, entweder sagst du, nö, will ich nie, dann hast du halt eine Woche lang eine schwere Zeit. Ja. Oder du sagst eben, okay, ich bin offen, ich will mal was anderes machen, dann probiere ich was Neues aus. Und wenn das bei dem Nebel dazu führt, ne, jetzt haben sie doch gerade diese schönen, kleinen, neuen, super einfachen Infrarot-Scopes oder eingeführt. Ach, meinst du die auf der Shotgun oder sowas? Die auf der Shotgun und es gibt ja auch eins, dieses blau-rote da, was du auf jede Waffe draufschneiden kannst, was wie so ein Holo funktioniert. Bist du perfekt für den Nebel. Ja, lass uns doch mit den Dingern rumrennen, mal eine Woche. Ich hätte gerne wieder den Nebel. Ich mochte den. Und sowas. Also, aber einfach wenn die auf einmal einen voll-equipten Spieler mit Killerhelm und langen RPK einfach so aus dem Nebel dir mitten ins Gesicht läuft, so du denkst, woher? Wo bin ich da gerade reingelaufen? Das war sehr spannend, das war sehr lustig. Ich finde das cool auch. Das war geil. Also ich hoffe einfach, dass sie was
Und es hat halt wenigstens so einen Aha-Effekt, das mit dem Nebel, ne? Wir haben einen Raid gestartet. Auf einmal war das so. Und ich so, was? Ich habe es nicht glauben können. Ich habe mein Spiel geschlossen, habe es nochmal angemacht, war immer noch da. Dachte schon, irgendein Grafikfehler oder sowas. Und auf einmal war der Nebel da. Das ist geil, wenn es überraschend kommt. Oder, weißt du, was ich was? Sturm. Ja, oder wir haben auf einmal Herbst. Weiß ich nicht. Ist ja völlig peng. Aber das mit der Hitzewelle, so, das merkst du vielleicht in der fünften Runde. Hey, warum brauche ich eigentlich so viel Wasser? Und dann kommst du vielleicht mal auf die Idee, dass du da hinschaust. Hey, warum steht da minus 4? Ja. Weil den Text auf Russisch, wer soll das lesen können? So mal als Anmerkung. Ja, ja. Hat alles Vor- und Nachteile. Dass sie das auf Russisch machen, finde ich klasse. Auf der anderen Seite wieder. Weil die letzten Jahre haben sie auf die Schulter geklopft, dass die Community quasi genau dafür da ist, diese kleinen Rätsel zu lösen. Und sie tut es ja bereitwillig. Ich meine, die posten, ne, bei diesen Pre-Vibe-Events, wo sie fast jeden Tag was anderes gemacht haben. Das war ja auch alles auf Russisch und mit Texten. Und, ne? Und die Leute haben selbst diese eine Zeitung da, die sie hatten, wo sie die Vorder- und Rückseite übersetzt haben, obwohl die Rückseite nur so schwach durchgeschieden ist. Also die Community macht ja mit. Ja, aber weil sie es muss. Das Dilemma ist, was man dabei sieht, das ist der Punkt. Du musst mitmachen. Gut, du musst auf Twitter aktiv sein, du musst auf Reddit aktiv sein, um das mitzukriegen. Wenn du das nicht bist, stehst du echt dumm da. Weil das die einzigen, da das nur über die Community verteilt wird, diese Informationen, erfährst du als jemand, der da nie drinsteckt, tief und der weiß, wem du zuhören musst, wem du folgen musst auf Twitter, welchen YouTube-Kanal du abonniert haben musst, um Tarkov-News zu bekommen, ja, die echt neu sind. Wie gesagt, das ist für den Arsch. Bist du aufgeschmissen? Ja, also ich finde das nicht richtig. Ja, das hat noch nie funktioniert mit dem Infos weitergeben. Tut es jetzt halt noch nicht. Bin gespannt, wann sie es mal ändern. Na, wir hatten jetzt nein, die hier jetzt von Partei. Ich werde im Moment regelmäßig gefragt, wann ich meine. Also es gibt ein paar Leute, die regelmäßig fragen, wann ich meine Gunsmith-Videos aktualisiere für diesen Patch, was ich nicht mache. Und es gibt die andere Hälfte, die auf YouTube gerade tierisch rumnölt. Von wegen, ich habe so und so viel 1000 Rubel in den Sand gesetzt, weil dein Video nie funktioniert, wo oben drüber steht, für 12,9. Da beschweren sich Leute? Die beschweren sich nie. du kriegst die Kommentare, die gehen echt in die unterste Schublade. Es ist irre, was da gerade abgeht. Schreib dir bitte die Namen auf, die musst du dir einrahmen. Das ist zu gut. Die meisten werden ja mittlerweile automatisch rausgefiltert, aber ich kriege ja immer noch die Benachrichtigung. Also was auch immer YouTube rausfiltert, weil es zu krass ist von dem, was da drin steht, die Benachrichtigung kommt trotzdem zu dir, dass es diesen Kommentar mal gab. Es ist vollkommen irre. Aber da wär mir doch das Schreiben zu blöd, dass ich jemanden im Internet anmache, weil sein Video nicht funktioniert hat und ich so blöd war und es gleich getan habe. Es ist, wie es ist. Also, verstehe ich nicht. Aber der Punkt ist, warum ich es nicht mache. Sehr gut. Ich habe gerade keine Zeit. Es ist Sommer, ich habe viel zu tun. Auch wenn ich jetzt mal 14 Tage Urlaub habe. Ich kann nicht jedes Mal zu jedem Vibe 16 Videos neu machen. Käselieren. Die machen ja selbst jetzt Änderungen. Und das ist der große Punkt. Ja, worauf ich hinaus will. Wir sind 4 Wochen nach dem Vibe. Das ist genau der Zeitpunkt, wo ich normalerweise in den letzten Zyklen, ich habe diese Videoserie schon 3,5 Mal neu gemacht. Ich habe jeweils ungefähr einen Monat gebraucht. Ich bin immer so Level 34, 35, war ich damit fertig. Ich habe alle 16 durchgezogen, habe die Videos rausgehauen, fertig. Und was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Und was ist gerade wieder passiert? Auf YouTube gibt es, wer es wissen will, Mr. Noise Guy heißt der Typ.
Das ist einer der Kanäle, denen man folgen sollte, wenn man regelmäßig Tarkov-News haben will. Über den hat man am Wochenende erfahren, dass gerade Battlestate mal wieder sämtliche Schalldämpfer in der Ergonomie überarbeitet hat und massiv genervt hat. Alle Schalldämpfer haben jetzt ein negatives Ergo zwischen 10 und 25. So, und natürlich haben sie auch, also erstmal, das kommt von jemandem aus der Community, der aus irgendwelchen Gründen Draht zu Battlestate hat und nur er erfährt das und kann ein Video dazu machen. Auf dem Wege erfährt man auch, dass Battlestate in dem Moment auch die Bedingungen der Gunsmith-Quest angepasst hat. Das heißt, dort werden sich Werte geändert haben, was dazu führt, hast ein Video gemacht, stimmen die Werte, die du vorliest und sagst, das sind die Vorgaben für die Aufgabe, die wir jetzt erfüllen, nicht mehr mit dem überein, was derjenige zwei Tage später auf seinem Bildschirm sieht, wenn er die Quest selber machen will. Und dann ist es ja auch immer so, selbst wenn sie die Werte anpassen, sie passen sie für den einen Bild an, den sie denken, das ist die Lösung. Mhm. Aber wir haben ja in Tarkov so dermaßen viele Attachments für alle Waffen, dass es für jede einzelne Aufgabe bestimmt 15 Lösungen gibt. Und sie beachten nicht alle 15. Das heißt, es gibt immer dann wieder automatisch Builds, die dann nicht mehr funktionieren. Und solange du dir den genommen hast, den Battlestate sich überlegt hat, von dem wir ja nicht wissen, weil selbst das, was in Tarkov wirklich steht, ist das, was nicht was Battlestate sich ausgedacht hat, sondern da hat jemand aus der Community, macht sich da Gedanken und schreibt eine Lösung hin. Das ist also auch nur eine von vielen, die man da sieht. Du hast immer die Gefahr, dass das anschließend nicht mehr funktioniert. Einen Monat nach dem Wipe. Ich glaube, die Leute müssen anfangen, die Missionsbeschreibung zu lesen. Nee, du wirst wahnsinnig. Weil du, also ich ärgere mich ja selber darüber. Ich habe das beim 12.9 war es genauso. Ne? Ich bin fertig mit den Visus und es gab diese ersten Stealth-Änderungen, die damals, die haben nichts kaputt gemacht. Die Videos haben weiter funktioniert, aber trotzdem, es gibt auch im Winter war es so, dass zwei Tage nach Videoveröffentlichung das Video nicht mehr aktuell war. Was willst du da machen? Und dann hast du eben so die Mutant. Die Lieblingswaffe, das Highlight des Patches. Mhm. Auch ein schönes Beispiel. Ja, das andere Highlight wurde ja weggelassen. Die Scar. Scar. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Bei der Mutant haben sie dasselbe gemacht, was sie mit der Vector in 12.9 gemacht haben. Die haben die Mutant, die Vector hatten sie damals auf Skier Level 2 reingepackt. Mit dem Wissen, wie gut sie ist. Um dann nach 4 Wochen zurückzurudern und zu sagen, scheiße, die ist ja jetzt Meta, die müssen wir nerven, die müssen wir verstecken, dass nie jeder damit rumrennt. Dasselbe machen sie jetzt mit der Mutant. Ich habe vor meinem Urlaub, habe ich Ski auf Level 3 gehabt, da ist sie zu kaufen gewesen für 83.000 Rubel, Level 3 Skier. Da kannst du kaufen. Mhm. Jetzt ist sie Level 4 und kostet 100, bei Skier Level 4 und kostet 104.000, das heißt, und die Werte wurden nochmals verändert. Den Rückstoß haben sie erhöht, aber den Rückstoß ist das eine. Aber die Waffe frühzeitig in einem niedrigen Händler-Reputationslevel zu platzieren und dann hochzusetzen, sodass alle, die schnell leveln, davon gar nichts mitkriegen und alle, die etwas langsamer leveln, die Waffe einfach noch viel weiter weg ist. Es ist doof. Ja, nee, das ist bloß ein Nebeneffekt. Ich meine, man kann Battlestate Games an der Stelle echt gratulieren und Lob preisen. Die sind sich bei jedem neuen Item, was reinkommt, immer treu geblieben. Das kommt erst rein mit Stand XY und es wird safe geändert. Alles, was jemals reinkam, wurde geändert. Und zwar relativ instant. Ja. Also, merken. Wenn eine neue Waffe reinkommt oder eine neue Munition, frisch, immer rein. Euer ganzes Geld. Was Besseres könnt ihr nicht bekommen. Ist immer OP. Immer.
Ich meine, das der Granatwerfer hat durch Wände getötet. Kann man da nicht drauf kommen. Geht dann nicht. Ich meine, das machen sie auch geht in anderen Spielen. Dass sie die Meta durchhauen, indem sie sagen, kommt eine neue Waffe und die Waffe ist selbstverständlich OP und wird dann hinterher genervt. Aber damit das zählt nicht. Damit erzwingen sie auch ein bisschen, dass die Leute sich nicht wieder dieselbe M4 am Anfang bauen. Also wenn das Absicht sein soll. Naja, was denn sonst? Dann gehe ich zu Battleset Games arbeiten. Die wissen doch, wie gut sie ist. Glaubst du doch selber nicht. Na doch. Also, das kann nicht ernsthaft so passiert sein. Unmöglich. Dass die Mutant gut dann ist. Dann würden die nämlich darüber schon denken. Dass die Mutant gut ist. Ja. Die kannst du mit 70 Recoil spielen und du brauchst über nichts nachdenken. Die bleibt auf ihrem Punkt und also die spielt sich göttlich. Und ja, das schon. Und das wussten sie bei der Vector genauso, dass sie sich göttlich spielt. Nein, das wussten sie nicht. Deswegen haben sie es doch geändert. Ist doch klar. Dreimal. Ja. Und jetzt haben wir nicht mal mehr die Munition dafür. Danke. Haben wir nicht? Nein. Aber mit der Vector kannst du also nach wie vor, du kannst PST-Munition spielen. Ja, genau. Gegen Level 5 Rüstung. 9 Kugeln PST GZH durchschlagen eine, also machen eine Level 6 Rüstung auf 0. Mhm. 9 Treffer. Ja, du weißt, dass du oft ein 50er Magazin für einen Gegner brauchst, obwohl du die beste Munition spielst. Ich weiß schon. Aber trotzdem, wenn du genau triffst, ist es halt so. Hey, bleib mal stehen. Ich hab dich zuerst gesehen. Nicht bewegen. Schläge. Ist doch ein Scherz. Ja. Also. Nee. Oh, ich lese gerade, dass ich nicht verstehe. Was habe ich nicht verstanden? Sortie versteht halt nicht, dass Leute Zugang zu der Waffe haben sollen, damit sie getestet werden sollen und dann gebalanced werden. Das ist ganz einfach. Okay. Ist das ein Battleset Games Mitarbeiter? Nee, eher nicht. Das klingt dämlich. Also Leute, Balancing funktioniert nicht. Kann man so machen, ist dann aber halt scheiße. Ja, weil es ungefähr an maximal 5% der Leute getestet wurde von allen Spielen. Und das ist daran Punkt. Balancing. Ja, schon mal Punkt 1. Das ist doch Käse. Nee, ist einfach es ist schade, dass es nie kommuniziert wird. Also, sie können ja machen, sie sollen ja testen. Das ist das gleiche wie mit dem Gewichtssystem. Es kam rein, weil es vor 5 Jahren da hinten so ein Spickzettel hingeschrieben wurde mit Gewichtssystem. Und dann nehmt, ach ja, hier, nächster Vibe, den nehmen wir jetzt. Kommt rein. Aber wie haben wir den nochmal eingestellt? Ah ja, keine Ahnung. Ist egal. Schauen wir dann schon. Ja, und so war das jedes Mal. Für mich sind es diese Änderungen, die du weißt nicht, mit welchen Beweggründen sie etwas reinbringen. Und du weißt vor allen Dingen nicht, mit welchen Beweggründen sie es dann verändern. Ich glaube, die würfeln, Lian. Das nicht. Kannst du mir nicht anders erklären. Ich glaube, die würfeln das aus. Ich bin bei Punisher Teil 6. Punisher Part 6. 15 Kills mit der SVD. Ah, bist du eins vor mir. So. Seit neuestem, ich weiß nicht seit wann, aber auf einmal gibt es die 20er Max für die SVD erst bei Peacekeeper Level 4. Oder bei Prepo Level 4. So rum, bei Prepo Level 4. Das war noch nie der Fall. Das ist auch eine Änderung. Die Magazine gab es immer. Nicht auf Level 1 oder 2, aber auf Level 2 oder 3 bei Prep gab es sie. Sie sind auf einmal weg. Prepper Level 4 ist, was ist denn, Level 40? Prepper 4? Nein, früher. Ich habe ihn schon. Ich bin 37. Ich glaube, er ist 35 oder 36. Aber die Gunsmith Quest, die Punisher-Serie ist eine der frühesten, die du als Serie spielst. Oder ja. Ich zumindest. Das heißt, an die komme ich sehr früh ran. Also
ich habe jetzt die Level 6 eine Weile liegen lassen, weil ich wusste, A, ich gehe in Urlaub und B, ich habe nie genug SVDs gerade rumliegen, einfach weil ich sie mir nie kaufen wollte, um sie zu spielen. Ich habe, glaube ich, zwei gehabt, deswegen habe ich sie seit Level 28 oder so, lagen die bei mir im Stash und gestern habe ich mir eine gegriffen. Gestern jetzt mit Level 34 und sage, verdammt nochmal, ich habe doch schon eine SVD gespielt, ich habe auch hier eine liegen und die hat ein 20-Schuss-Magazin. Warum sind die Magazine auf einmal nicht mehr da? Bums, sie sind geändert. Und du weißt, so eine Änderung, wo du sagst, warum ist das, das ist eine, an ganz vielen Stellen haben sie, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass sie an vielen Stellen so eine Stolperstellen beseitigt haben und deswegen eigentlich das Gefühl ist, dass der Questfortschritt ziemlich harmonisch läuft. Dass du nicht so viele Stolperstellen und Stolperstellen sind egal. Stolperstellen dürfen im Spiel sein. Sollen auch. Aber so Hänger, wo du sagst, hier komme ich über Tage, über Wochen nicht weiter, das ist scheiße, das ist frustriert. Und hier hast du was, die SVD ist, glaube ich, die ist zwar stark, aber einfach zu spielen ist sie nicht. Das ist richtig, ja. Und es ist eine Einzelschusswaffe. Und für die Einzelschusswaffe hast du also nur die 10 Schussmagazine frei zur Verfügung. Und jeder andere kann mit einem 30-Schuss-Magazin mindestens um dich rumballern. Die SMGs sogar mit 40 und 50 und 60 Schuss. Und du hängst bei den 10-Schuss-Magazinen, weil du an die 20er-Magazine nur über den Flohmarkt rankommst. Ich meine, ja, du kommst ran, aber was passiert im Flohmarkt? Die Preise gehen gerade nach oben. Das sind komische Änderungen und auch das ist wieder eine Änderung, die ist nie kommuniziert, die ist nie nachvollziehbar. Es mag Gründe geben, warum Battlestate das macht, es weiß nur niemand warum. Und weil niemand weiß warum, ist die einen sagen Hurra und toll, weil sie was gegen die, weil sie sagen, ne, endlich werde ich von dieser blöden Waffe nicht mehr ständig erschossen. Aber in dem, keine Ahnung, aber in dem Moment, wo du sie spielst und sagst, fragst dich, Moment, ich bin Level 34. Ich habe alle Händler auf Level 3. Warum zum Teufel habe ich so ein... Warum? Ich verstehe es, dass eine gute Waffe erst ab Level 4 verfügbar ist. Aber eine Mutant beispielsweise kann ich auch auf Level 1 looten. Ne? Die kann ich in einem Hidden Stash finden. Oder Level irgendwo niedriger. Aber es sollte möglich sein, dass man beispielsweise, wenn man eine gute Waffe gefunden hat, beispielsweise wenn man auch, vielleicht nicht ab Level 1, aber sagen wir so, du hast eine SVD, du solltest sie anschließend wenigstens auch irgendwie spielen können. Und ein 20-Schuss-Magazin für die SVD ist jetzt nie überpowered. Also das macht die Waffe nicht zu was Gottgleichem und dich zu dem Überkiller, nur weil du 10 Kugeln mehr hast. Es ist halt schade. Es sind so Kleinigkeiten. Ja. Das ist halt, ich finde, da ist das. Und das sind Sachen, die gehen, das habe ich heute durch Zufall, das war in keiner News drin. Ne? Das war auch bei Mr. Nice Guy nie drin. Sondern das habe ich einfach nur entdeckt, weil ich gestern auf Spielerjagd gehen wollte und keine gefunden habe, ganz nebenbei. Ja, das wäre mir auch spätestens aufgefallen, wenn ich mit meiner Packer-Quest fertig bin. Ja. Weil dann es ist bei mir auch immer Ritual, dass wir dann mit der SVD und der ehemaligen 7N1 die Munition, die Level 4 Rüstung one-shottet, auf den Thorax auf Factory gehen und die Spielerkills machen. Was sehr gut funktioniert im Nahkampf. Und da sind 20er Max im Vergleich zu 10er Max schon ein Unterschied. Weil da ist es halt blöd, dass wenn du bei dem ersten Gegner schon so 2-3 Schuss brauchst und du dann überrascht wirst, da hast du ein Problem. Beim 20er Magazin war das egal. Aber das betrifft alles nur Nahkampf. Ja. Das betrifft nur die Nahkampfsituation. Sobald du auf irgendeiner anderen Map bist, außer auf Factory, ist es nicht so wirklich ein Deal. Das ist relativ egal. Sag mal so, es ist relativ egal, solange du sicher sein kannst, dass, also du kannst in dem Moment, du kannst immer adaptieren und kannst sagen, du kannst deine Gegner, wenn du deine Gegner auf Entfernung halten kannst, reicht dir das 10er Magazin, klar. Ja, genau. Nur ist das ja nicht der Fall.
Und die limitieren dich ja auch nicht, bei einer M4 zu sagen, es gibt nur die 20er Magazine, die in die Hosentasche passen, sondern die geben dir ja auch bereitwillig das 30er, das 60er und das selbst das 100er Magazin ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das 100er Magazin mag bei Level 4 sein, bei Peacekeeper, aber alles andere kriegst du. Das weiß ich jetzt nicht, ne? Na? Und bei allen anderen Waffen ist es ähnlich. Das wird vielleicht, nicht, weißt du, vielleicht hängt es an was ganz Banalem, wie kommt die Waffe vom Hersteller? Wie ist das konzeptiert worden damals? Der Standard M4 ist sehr wahrscheinlich mit dem 30er von der Fabrikhalle rausgelaufen. Denke ich. Die SVD vielleicht mit dem 10er. Aber es war ja da. Das ist ja das. Ist, könnte reichen. Es war jetzt die letzten Jahre, waren die SVD-Magazine eher verfügbar. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt, das ist erstmal, das ist ein konkreter Fall, wo ich sage, Moment, bei allen anderen Quests haben sie dafür gesorgt, dass es weniger holprig abläuft. Hier sorgen sie dafür, dass es holpriger wird. Weil ich gehe davon aus, dass ich halte mich jetzt nicht für den Spieler, der da unheimlich effektiv durch Tarkov durchrauscht und deswegen so super zeitig an diese Quest gerät, sondern ich denke, ich spiele ganz normal und deswegen sage ich, okay, ich habe bei Level 30 hätte ich die Quest spielen können und ich habe noch 5 Level zu spielen, um an das blöde Magazin zu kommen. Ja, im Chat wurde gerade schon noch geschrieben, dass du kommst zwar an die 60 ran, aber es sind halt Trades bei dir M4 Max. Aber es sind halt Trades, aber du kommst ran. Eben, das ist der Punkt. Da wurde halt ein Müh weitergedacht. Man könnte ja einen Trade machen. Und das verstehe ich nicht. So, man könnte doch, so, why not? Es gibt so viele Items, die sind bei einer Stufe Händler weiter unten nur als Trade. Schaffst du die nächste Stufe beim Händler, kannst du es kaufen. Why not? Klingt doch plausibel. Für jeden. Ja, warum nicht bei so viel mehr Items? Das wär echt cool. Und an der Stelle zieht dann, halt... Weil dann wüsstest du nämlich, hey, da liegt dieses Item. Brauche ich nie. Aber es gibt einen Magazin-Trade und die Waffe spiele ich gerne. Dann nehme ich das Item mit. Das wäre schön. Ja. Und an der Stelle, es ziehen halt diese Argumente, ich habe es auch schon wieder zwar in meinem Chat gelegen, es ist halt eine Beta. Das ist belanglos. Meine Wand ist Petrol. Hat dieselbe Aussage. Ja, es ist eine Beta. Und ne, die Wand ist petrolfarben. Und sie sollen ja testen und sie wollen testen. Aber wenn sie Feedback haben wollen und eine Beta und ich will was austesten, heißt das eigentlich, ich will Feedback von der Community haben. Dann muss die Community auch eine Ahnung davon haben, wenigstens bei einigen Sachen, worum es eigentlich geht. Ja. Und genauso also, ist es eben, wenn sie Änderungen machen, man würde eben gern wissen, warum. Wir haben ja auch, wir haben den Podcast gemacht, als wir überlegt haben. Die Community sagen den Entwicklern ja schon, gibt uns Sachen, die wir testen. Macht irgendetwas. Na? Ja. Bevor ihr nichts tut und 5 Monate lang nicht wiped. Erstmal irgendwas. Als wir das Thema rausgesucht haben für diesen Podcast, haben wir gesagt, okay, wir. Dom hatte mich gefragt. Ganz lange so. Dom hatte mich gefragt, was wir machen. Ich habe gesagt, ich will nicht über Cheater reden, ich will nicht über die Soundprobleme auf Shoreline reden, weil das machen schon genug. Und ich will nicht über den beschissenen Netzcode reden, weil ich so das Gefühl habe, so wie wir es am Anfang geschrieben haben, das Spielerische an sich funktioniert. Das ist. Der Vibe an sich läuft ganz gut und. Das Standardgenöle, was im Moment die letzten Wochen massiv zugenommen hat, gerade so Richtung Twitter und sowas, wollte ich nicht im Podcast haben. Aber wir haben genügend Baustellen trotzdem im Spiel, deswegen heißt die Folge heute so, wo es Features gibt, die sind drin und über die hat man sich gefreut. Über die wurde auch am Anfang viel gesprochen, gerade das GevKammer, da wurde jahrelang drüber gesprochen. Und in dem Moment, wo sie kommen... Das macht die Aussage nicht besser. Leider. Hast du eine Woche lang Spaß damit? Und dann merkst du, Moment,
Und was ist mit dem Fall? Und was ist mit dem? Und was ist hier? Und wie soll ich hier agieren damit? Da merkst du, das ist nie ausgereift, das funktioniert was nie. Und dann geht das Gepätsche im Hintergrund los und ohne Kommunikation. Und das frustet. Und die eine, wie gesagt, die eine Community, die eine Hälfte sagt, lass mich in Ruhe, ich spiele das Spiel nicht mehr. Die andere wettert auf Battlestate. Ne? Die Entwickler, die können ja gar nichts. Und sonst was. Hören wir seit Monaten und seit Jahren. Und an der Stelle macht sich das Battlestate einfach nur selber schwer, finde ich. Weil die sollen machen. Die haben genug zu tun. Und aber es würde es vieles leichter machen, wenn man ein bisschen verstehen würde, gelegentlich, was sie warum machen. Ja, ich finde einfach die allgemeine Einbindung zu schlecht. Also, es ist ja so, dass die Leute, die Tarkov spielen, lange spielen und immer noch spielen, gibt ja nur ein paar Gründe, warum es der Fall ist. Und zwar, weil die Leute es sehr gerne spielen, und zwar mit viel Leidenschaft. Ja. Die Leute, die ganz lange dabei sind und einige Streamer jetzt zum Beispiel, die würden gerne bei Großprojekten mitmachen, irgendwelche Daten bereitstellen. Völlig egal, wenn es über Monate dauert. Ja. Kann mir keinen vorstellen, der da sagen würde, nein. Irgendwas testen. Zum Beispiel mal eine ganze Woche nur eine Waffe spielen. Ja, why not? Wenn es hilft. Why not? Ja, völlig egal. Aber es kommt halt leider erstens aus der Hinsicht gar nicht. Es wird nichts kommuniziert. Gar nichts. Zum Beispiel, was ist zum Beispiel mit dem Testserver? Es gibt ja eigentlich einen Testserver mittlerweile. Gibt es seit einem Jahr. Der auf einem eigenen Stand läuft. Ja. Ich habe seit einem Jahr nichts gehört. Nichts Neues. Nichts. Kein Stand, kein gar nichts. Also, das Problem ist, sie machen sich das selbst so schwer, dass wenn sie das nicht ändern, wird es nur schlimmer. Ja, das ist ein bisschen schade. Die Testserver meines Wissens wurden eingesetzt. Es liefen, ich habe zwei, dreimal auf Testservern gespielt. Aber aus dem Bauchgefühl heraus wurden sie in dem letzten Jahr mehr für Turniere benutzt als für das Testen. Na, also hier Punisher. Ja. 3, ne, von Pestily, das ist auf dieser Hardware da gelaufen. Und ja, es ist genau das. Also es ist halt ein Punkt. Der Beta-Status ist Schnuppe, ja. Der ist glaube ich, ganz vielen Schnuppe, weil sie das Spiel, ich meine, wir spielen es seit 3,5 Jahren, das Spiel war in einem viel schlimmeren Zustand, als wir angefangen haben, das Ding täglich zu spielen. Und es hat niemand davon abgehalten, weil es cool war und es ist immer noch cool. Und deswegen... Testserver kann man immer machen. Ja, wenn ich ein Feature austesten will, wie es funktioniert, weil ihr seid die Entwickler, die sind, ne, so ein Entwicklerteam sind 5 oder 10 Mann, die sich um ein Feature kümmern. Ne, nur weil Battlestate 100 Leute hat, heißt das ja nicht, dass 100 Leute an einem kleinen Feature arbeiten, sondern die haben ja noch viele andere Sachen zu tun. So. Und wenn die sich was überlegen und das ausprobieren wollen, die können sich es halt auch überlegen. Wollen sie es an die gesamte Spielerbasis rausrollen und beispielsweise Scav-Karma, ne? Nach 2 Tagen kommen die ersten Fragen, was passiert, wenn mich jemand anschießt. Das kann man auf einem Testserver testen mit einer kleineren Menge von Spielern, die aber viel, viel mehr Ideen haben oder beispielsweise auch die Map-Überarbeitung. Ich denke einfach mal an die Videos, die Knüppelpaste gemacht hat, zu den Interchange, zu den ganzen Glitches. Ne? Knüppelpaste und Mayo, die überall rumspringen, die auf alles hochklettern, was es irgendwie, wo sich hochklettern lässt und diese ganzen Glitches finden und das auch noch posten und Battlestate bereitstellen. Lass sie das doch auf den Testservern testen und gucken von wegen, hier, da, wir haben was gemacht, checkt, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, ab in den Live-Chat.
Ich lese schon wieder Sachen. Ich habe heute ein paar Leute im Chat. Es ist einfach zu witzig. Testsurf in der Beta, das widerspricht sich doch. Viele Grüße an die Entwicklerteam von Star Citizen. Dann läuft das nämlich seit 8 Jahren so. Das ist was ganz Normales. Ja, schade. Eigentlich. Aber ja, why not? So. Ja, es ist halt einfach ein Punkt, der, also ich finde, da vielleicht so ein kurz overall Statement dazu zu machen. Es ist eine Geschichte, die da ist, die positiv sein kann für alle. An der Art und Weise, wie es aber aktuell genutzt wird und gehandhabt wird, halt leider negativ ist. Und wenn dagegen nichts getan wird, wird es nur von alleine mehr negativ. Und das, Es baut sich halt. Wäre halt schade, wenn es daran scheitert. Ja. Das passieren kann. Es baut sich es baut sich Frust auf. Die Manpower und der Support wäre sogar aus der Community da. Die würden das ja alles für umsonst machen. Ja? Because why not? Machen sie ja schon. Die ganze Das ist ja das aber es kommt anscheinend nicht an bei, also weiß nicht. Das Coole an dieser Community ist ja schon, die Community macht unheimlich viel. Battlestate kann sich auf diese Community seit dem ersten Tag verlassen. Battlestate hat noch nie Pressearbeit in dem Sinne gemacht, großartig. Battlestate hat noch nie großartig. Es gibt Gründe, warum es kein Tutorial gibt für dieses Spiel. Und die Community hat es gemacht. Die hat das alles bereitgestellt, die Community testet aus, Battlestate kann mit Rätseln arbeiten, die Community findet das raus und löst diese ganzen Sachen. Teilweise verlangen sie es auch. Wir haben noch ein Thema, das haben wir noch nicht angesprochen. Die Kultisten. Ja, die. Sehe ich gerade. Ja, müssen wir nicht unbedingt. Ja, es ist ein weiterer Schritt. Also mal so ein weiterer Punkt, der in dieselbe Schiene fährt. Wir haben was Neues, es funktioniert noch nicht gut, also freuen wir uns darüber, dass wir was Neues haben. Ja, die Kultisten waren, Schnellzusammenfassung. Wie lange waren die Kultisten gehypt? Wie haben wir uns auf die Kultisten gefreut? Die wurden, glaube ich, tatsächlich gehypt, ja. Ohne Ende. Ich habe bis heute, glaube ich, 3 Kultistenbegegnungen überhaupt gehabt, obwohl ich glaube, Nachtreads spiele ich mehr als viele andere. Und Shoreline ist meine Standardmap. Mhm. Aber der größte Punkt, was die Kultisten betrifft, ist das, was ich bei dir gesehen habe im letzten Video, als ich bei dir ins Stream reingeguckt habe. Ein Kultist kommt hinter dir gelaufen, lautlos wohlgemerkt, versucht dich zu messern, du kriegst es rechtzeitig mit, weil er aus dem Augenwinkel zu sehen ist, killst ihn. Gerade so. Und noch im Luftholen schießen aus 100 Meter Entfernung 3 weitere Kultisten mit Waffen auf dich und du bist tot. Ja. Warum soll ich mich über Kultisten freuen, die mich versuchen, mir ein Messer in den Rücken zu stecken? Also, wenn sie dann so alle krass. wenn sie alle mit Waffen schießen, im Dunkeln. Die sind so krass. Du musst dich anstechen lassen und dann weglaufen. Und dann? Und dann weglaufen. Ja, du musst sowieso raus, weil du getroffen wurdest. Aber wenn du einen tötest, bist du tot. Und alle töten kannst du vergessen. Nee, nicht, wenn du solo bist. Ja, außer du sitzt irgendwo mit dem Thermal, weil dann siehst du sie. Mhm. Und wartest darauf. Dann hast du eine Chance. Aber die einzige Möglichkeit ist wirklich, du musst dich anstechen lassen. Und dann musst du am besten den gelben nehmen und weglaufen. Nur Richtung Exit. Was anderes machst du nicht mehr in der Runde. Und dann ist so überlebst du tatsächlich. Dann ist aber der Punkt, ja, was hast du davon? Du hast was quasi mehr oder weniger der Content ist, der richtig gefährlich ist für dich. Aber es bringt dir nichts. Also es bringt dir spielerisch gar nichts. Schade. Schade. Richtig, ja. Und das sind alles so eine... Ja, jetzt sind wir durch. Ja, alles so kleine Bausteine, die teilweise schon eine ganze Weile da sind.
ne, die, mit dem man sich arrangiert, wo man sagt, das Spiel läuft, das Spiel funktioniert, das Spiel macht auch nach wie vor Spaß, wir werden nachher gleich weiterspielen, wir werden gleich in die Duos gehen, aber du hast eben, du hast, es hat sich angehäuft, diese halbfertigen Features. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Es sind ja mittlerweile einige. Es sind ja 5, 6 Sachen, die wir heute besprochen haben. Und es sind nur die Sachen, die uns in den paar Minuten gestern und vorgestern eingefallen sind, die offensichtlich sind, dass sie gerade, dass es da noch Nachholbedarf gibt. Es gibt ja sicher, gibt ja noch eine ganze Menge weitere, wo man ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Es ist eigentlich nur was relativ neu ist, was ganz was Neues, mehr oder weniger. Aber die Problematik geht immer wieder in dieselbe alte Richtung. Und darüber wollten wir einfach mal reden, dass einfach... Ich meine, stellt euch mal vor, die würden das mit der Kommunikation und mit der Publikation, Werbung und so weiter einfach mal angenommen, wesentlich besser machen, an den Mann bringen, an die Community bringen, wie es jetzt der Fall ist. Daraus würde doch eigentlich nichts Negatives entstehen. Und wenn, dann ist das meiner Meinung nach jetzt einfach so gering im Vergleich zu all dem Positiven, was daraus gewonnen werden kann. Und das verstehe ich halt nicht. Also ich kann es mir nur erklären, dass das da drüben halt einfach anders läuft. Ja, ein gutes Beispiel ist Streets of Tarkov. Einerseits ist das das, was den meisten Hype erzeugt für das Spiel aktuell, diese Map und das Versprechen und die Teaser, wie cool diese Map und wie groß sie sein wird. Andererseits erzeugt Streets of Tarkov massiv Frust aufgrund fehlender Kommunikation, weil sie auch seit 2 Jahren mehr oder weniger gesagt wird, sie ist in Entwicklung und sie wird nicht fertig und sie wird verschoben und sie wird verschoben und sie wird verschoben und sie wird verschoben und es weiß niemand, wie weit Streets of Tarkov wirklich ist und woran es liegt und was die Probleme sind und sonst was. Und die Probleme können wir alle nicht lösen. Wir sind die Community, Battlestates sind die Entwickler. Da wird es Gründe geben. Und die müssen sie auch nicht alle offenlegen, aber es geht nicht um Rechtfertigung, was gerade schief geht und was sie gerade nicht hinkriegen. Es geht einfach nur, dass sie sagen, wo sie sind, was sie gerade machen. Ne? Wenn sie sagen, sie sind diese kleine Info, die sie letztens gegeben haben, sie gesagt haben, sie haben einen Teil des Streets-Teams abgezogen, damit es an Lighthouse arbeiten kann, heißt ja auch nichts anderes, dass sie mit den Sachen, die sie da abgezogen haben, dass sie da mit dem Teil fertig sind. Ne? Dass sie Streets of Tarkov so weit haben, dass sie beispielsweise die Grafiker, die sie abgezogen haben, die sie für Lighthouse jetzt brauchen, dass sie die bei Streets gerade nicht mehr brauchen. Das ist das, was du hoffst. Das ist das, was du weißt. Ne, sicherlich. Ich weiß gar nichts, weil ich bin ja nur ein ganz normaler Spieler, aber in allen anderen Spielen funktioniert es. Ich denke nämlich genau das Gegenteil. Nee, guck dir das. Also, die sind sowieso nicht fertig. Also mach mal Lighthouse weiter. Sie wollen es ja eh in Stücken machen. Guck dir es in Star Citizen an. In Star Citizen, wie soll das funktionieren? Ist es etwas offener. Auch da werden Teams umgesetzt, da werden ständig Prioritäten geändert, aber dort wird es kommuniziert. Ja, schon. Das heißt, du bist trotzdem nicht, du bist nicht mit jeder Entscheidung glücklich, die du da liest, was gerade wieder verschoben wurde und warum und mit welcher Begründung. Der Punkt ist aber, du hast eine Begründung und du hast ein Warum und du kannst es nachlesen. Du hast nicht irgendwelche Spinner, die sich was ausdenken und das erzählen und das auf Reddit posten und die Hälfte glaubt's und die andere Hälfte glaubt's nicht und da entwickelt sich alle 14 Tage ein Glaubenskrieg über irgendwas. Ne? Sondern es ist einfach der Fakt da, Leute, wir arbeiten daran, hier klemmt's, das hat damit zu tun, deswegen geht's auch hier nie weiter, deswegen ist das ganze Team nach hinten, das ganze Projekt ein bisschen nach hinten geschoben, wir holen was anderes dafür nach vorne und machen da weiter. Bumm. Und damit ist das Drama weg. Damit hat sich nichts an der Entwicklung geändert. Die können weiterarbeiten, wie sie wollen. Du bist deswegen, die ganze Community rennt nicht mit einem Smiley im Gesicht rum, aber das ganze Gefläme ist weniger.
Ja, Infos, Infos, Infos. So schön könnte es sein. Und auch Star Citizen hat Probleme in seiner Community. Die fluchen genauso. Da gibt es andere Gründe. Also, Entwicklung live und nebenbei das Spiel, was in Entwicklung ist, zu spielen, sorgt immer für Probleme und sorgt immer für Frust. Das ist was ganz Normales. Daran muss man sich, glaube ich, auch anfreunden. Aber tja. Leute, wir wollen es nicht ewig ausreizen. Wir sind bei 22.18 Uhr und wir wollen noch ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, Dom, hast du noch? Nee. Ich bin soweit durch. Ich auch. Ich bin soweit durch. Nee, mir fällt das auch nichts ein auf die Schnelle. Gut. Also ich muss sagen, so von Level, so bis Level 30 hat sich's echt angenehm. Ein bisschen wie so an so einem Faden durchgespielt, aber gut. Es hat sich einfach flüssig angefühlt. Das war trotz dessen, dass es quasi theoretisch ohne Fliehmarkt schwieriger ist, wie mit, echt gut. Also auch die Quests-Reihenfolge. Wenn du eine Quest abgeschlossen hast, ist nicht nur eine nachgekommen, sondern zwei. Das war auch ein Unterschied. Hilft, kann enorm helfen. Ja. Das war alles einfach angenehm. Und diesen Fortschritt hätte ich einfach gerne bei anderen Punkten auch. Dass man einfach da quasi das große Ganze sieht. Womit wir uns herumschlagen. Jeder Spieler. Ja, wir haben ja nicht die Probleme, die Bellside Games hat. Wir sind ja nicht in dem Team. Wir sind die Leute, die spielen. Und wenn da so ein Fortschritt kommt, so wenn man das sieht, so hey, da ist was besser geworden. Hey, da ist was besser geworden. Das wäre cool. Das einfach auf ein paar mehr Punkte mit übernehmen können, das würde ich mir wünschen. Ja. Dass da was vorangeht. Also ich will nicht eine neue Map. Ich will nicht irgendwas anderes Neues. Zumal, Kleinigkeiten. Zumal es eben genug Langzeitthemen gibt, die ja. Das Spiel immer plagen werden, weil sie jedes Spiel plagen. Klassisches Thema Cheater. Ne? Das wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die sich über die Cheater aufregen, egal wie viele oder wenige es gerade sind. Im Moment ist es auch so. Einige haben viele. Ich habe im Moment kaum Probleme damit, mit den Leuten. Das ist was, da kann Battlestate nicht viel machen. Also die können nichts richtig machen in dem Sinne. Ne? Wenn sie alles richtig machen, gibt es selten Jubelstürme. Wenn die nächste Welle kommt, gibt es die Hasstiraden. Ne? Wie scheiße die Situation ist. Beim Netzcode wird es auch lang. Das ist ein Langzeitthema, da ist für Battlestate nicht viel zu gewinnen. Sie können nur jedes Mal sagen, Leute, wir arbeiten dran, wir machen, es wird besser, aber es braucht. Mit diesen Features, die sie immer reinbringen, können sie eben was reißen, mit diesen kleinen Sachen. Und sie könnten eben noch mehr reißen, wenn da ein bisschen mehr kommt. Nee, ansonsten muss ich auch sagen, also ich muss sagen, ich war vor dem Patch, vor dem Vibe ziemlich gefrustet über den Inhalt des Patches. Ich habe gedacht, okay, ich habe nach 4 Wochen absolut Langeweile, ich weiß nicht, wie ich in den Herbst kommen soll. Weil mir eben im Frühling ja schon 12.10 zum Hals raushing. Und ja, mit jetzt, oder mit dem, was jetzt, 12.10, 12.11? 12.10. So, und es war das Versprechen, oder sagen wir so, in dem Patch-Notes stand ja nichts Spektakuläres drin, was jetzt irgendwie das Gameplay ändern würde. Und dafür muss ich sagen, der Patch jetzt nach den 4 Wochen spielt sich wirklich, es macht Spaß. Weil eben die Unterschiede zwischen den Spielern lange nicht mehr so groß sind. Es ist alles ausgeglichener. Ich habe selber das Gefühl, ich muss nicht. Und das hatte ich auch, ehrlich gesagt, hatte ich das früher. Ich muss nicht den 4 Spielern hinterherhecheln, weil ich mich sonst abgehängt fühle. Hm. Es ist unnötig. Also ich gehe viel entspannter durch den Vibe. Und durch meine Quests und wie gesagt, an Gegnern, die Fights machen Spaß, die Fights sind cool, das eine verlierst du, die anderen gewinnst du, aber es ist nicht das Gefühl, dass du irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt von 4 Wochen geht der Patch, ich spiele
Zeit X pro Tag. Ich war jetzt im Urlaub, jetzt hänge ich hinterher und jetzt kriege ich nur noch auf die Nase. Das passiert nicht. Und das war früher stärker und das ist nicht mehr so. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, also gerade auch für Neueinsteiger würde ich sagen, das Level zwischen den Spielern ist sehr viel einheitlicher und das schreibe ich Level 20 zu beim Flohmarkt. Das sorgt dafür, dass es für alle langsamer geht und das hat Tarkov extrem gut getan. Das wird dafür sorgen, dass ich auch die nächsten 4 Wochen locker Spaß habe und auch danach wahrscheinlich noch. Ja. Und das muss man, ja, das ist das Beste, was sie gemacht haben. Und das haben sie auch nicht kommuniziert. Ne? Level 20 Flohmarkt war die Überraschung in den Patch Notes. Hm. Das hat niemand vorher gewusst und deswegen haben sie die Patch sogar 2 Tage nach dem Patch erst veröffentlicht. Damit die Leute erstmal in-game merken. So kann Kommunikation ja auch funktionieren. Das heißt, mal kann das klappen und mal ist das auch toll und witzig, aber für alles halt nie. Und deswegen hoffen wir, also ich zumindest, dass vielleicht Battlestate da auch ein bisschen was anderes macht, weil mich eben auch, das muss ich sagen, mich hat das genervt, die letzte Woche vor dem Urlaub, dieses extrem frustige, auch von vielen Langzeitstreamern auf Twitter, auf Reddit, du hast es an allen Stellen gehört, der eine, der mit Pauken und Trompeten sagt, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr, die anderen, die sich ausgekotzt haben, was halt alles nicht mehr geht, wo ich sage, Moment, nö. Ja, es gibt diese Langzeitprobleme, aber hier ist viel Gutes passiert. Ne? Und wenn sie jetzt diese kleinen Baustellen oder die kleineren Baustellen angehen würden, und bei der Kommunikation was tun, dann können sie auch in der Geschwindigkeit, denke ich mal, weitermachen, ohne sich was zu verstellen. Oder ohne sich eben, was das ist, zu verbauen. Eben, das ist nämlich der große Punkt, was leider nicht so ganz verstanden wird. Dieses große Ganze mit Maps und die ganzen großen Änderungen, oder wie zum Beispiel ein perfekter Netcode und sowas, das kann ruhig so weitergehen, wie es bis jetzt auch tut. Wenn aber die Kommunikation und das Kleinigkeitenzeug besser rübergebracht wird, besser an den Mann gebracht wird, und hat einfach auch richtig an den Mann gebracht wird. Also zum Beispiel im richtigen Moment. Oder zu einem richtigen Zeitpunkt mit den richtigen News. Oder zum Beispiel 3 Wochen vor Weihnachten ein Event ankündigen, was eine Woche geht. Irgendwie sowas. So die Leute am Ball halten. Das würde vieles Gutes tun. Nicht nur für uns, sondern auch für Battleset Games. Ja. Ist ja cool. Goodie. Oh, jetzt bin ich unscharf. Jetzt muss ich ausmachen. Jetzt bin ich wieder scharf. Hallo. Zu viel bewegt. Leute, lassen wir es gut sein für heute. Es ist eine lange Folge. Ich fand es sehr interessant. Und ich denke, sie waren scheißegal, ob es eine Beta ist. Wir spielen das Spiel, wir mögen das Spiel. Und jemanden, den ich mag, dem sage ich die Wahrheit. Ganz einfach. Und das sollte man eigentlich nicht nur im echten Leben so machen, das sollte man auch bei den Entwicklern machen. Und da gehört es eben auch mal dazu, dass man sowas anspricht. Na klar. Und das ist kein Gefleme und das ist kein Gemaule, das ist einfach, das ist das, was einen umtreibt, was mich umtreibt, wenn ich das Spiel täglich spiele. Und das wird wahrscheinlich jedem anderen auch so gehen, der es nicht nur einmal die Woche für 2 Stunden anmacht. Und selbst die Leute werden nicht mit allem glücklich sein. So, und ja, ich bin gespannt, wer das heute nicht verfolgen kann. Ihr habt es ja in Kürze auf YouTube. In YouTube habt ihr hier drunter die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Haut rein, was ihr denkt. Nicht nur über uns, sondern eben auch über das, worüber wir gesprochen haben. Richtig. Und ja, wir sind gespannt, die zu hören. In der Vergangenheit waren die Kommentare da immer ziemlich reichhaltig und da gab es eine ganze Menge spannender Diskussionen, die dann auch wieder für neue Themen sorgen und. Ihr wisst, wie das läuft. Und ja, wir beide machen jetzt hier den Podcast aus, machen Tarkov wieder an und spielen dieses verdammte Spiel. Frechheit. Genau so ist es. Aber vorher muss ich noch weggehen, weil sonst ertrage ich das nämlich nicht. Furchtbares Spiel. Ja, ich muss hier sowieso alles umbauen, also ein paar Minuten haben wir. Und du ja, auch. Ja, dann. Sowieso. Also, Leute, macht's gut. So, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.